Hallo Noana Draven, hallo Anpilon, Ondula, Ondula, Gondula, Ondula, Capuno, uno, due, tre, Capuno, Noana Draven, Capuno, hallo Happens, hallo Avari, Palki, Dankeschön für 13 Monate, Palki, da ist es. Ich würde es heute ein Erfolg. Geil, ich habe kein Pokémon mit Surfer, oder was? Ich habe nie Surfer mir beigebracht. Vielleicht wird es heute ein Erfolg. I doubt it. Man muss ja mit der richtigen Einstellung reingehen. Um nicht enttäuscht zu werden. Aber hier ist unser letztes statisches Mon. Jeden Donnerstag in Weiß 2 bekommen wir ein weibliches Apoqualyp. Mit versteckter Fähigkeit. Heute wird es ein Erfolg. I doubt it. Hallo Isa. Isa, was hast du gefunden? Hast du was gefunden, was Neues? Ich habe was gefunden letzte Nacht, aber ich habe nichts Neues gefunden. Wir brauchen immer noch zwei sehr seltene. Apoqualyp. Weiblich. Somit ist es breedable. Aber es sieht auch so breedable aus, finde ich. Aber wir haben nichts, um dir weh zu tun. Außer Kreuzschere bringt nicht um, aber ich habe ein bisschen Angst. Aber wir können es ausprobieren. Gestern war nicht erfolgreich. Ah. Mir fehlen noch Zebritz und Bisofunk. Ich bin irgendwie kurz davor aufzugeben, aber ich weiß nicht, wie ich aufgeben soll. Ich kann ja nicht aufgeben. Fuck. Palki, dankeschön für 13 Monate und Shrick, dankeschön für 7 Monate Prime. Dankeschön. Kann das Ding Spukball? Mit 40? Okay, wir schmeißen einfach drauf los. Ich könnte auch mal in Schwarz 2... Wobei, muss ich das hier fangen? Welche Pokémon muss ich fangen laut Pokémon Home? War es Zekrom und Kyurem oder war es Kyurem und Reshiram oder war es alle drei? Ich glaube, es waren nämlich nicht alle drei, was komisch ist. Aufgeben ist, wenn du ein normales fängst und später Pflaster drauf machst. Genau, das wäre quasi aufgeben. Aber dann brauche ich auch kein Pflaster drauf tun. Pflaster wäre Schummeln. Wo ist das? Erfolge. Registriere ein Zekrom und ein Kyurem aus Schwarz-Weiß 2. Warum nicht Reshiram? Solgaleo, Lunala und Necrozma. Ah, und dann bei Ultrasonne und Ultramond ist es auch nur Solgaleo und Necrozma. Ah ne, hier, Reshiram und Kyurem. Das steht noch nicht untereinander. Reshiram und Kyurem. Das heißt, ich brauche Reshiram, Kyurem und Zekrom. Das heißt, ich müsste dafür auch Weiß 2 durchspielen. Trunks, dankeschön für 35 Monate. Danke, danke, danke. Kann ich dem hier noch irgendwie wehtun? Ne, wir fangen einfach.
Ich habe vorgestern PLA angefangen und bin echt begeistert von dem Spiel. Natürlich bist du das. Es ist das Beste auf der Switch. Hallo Maure Dieven, hallo Verox. Hey, so eine hohe Catchrate hat das Ding auch nicht. Das heißt, ich muss irgendwann Weiß 2 noch durchspielen, um zu Reshi ranzukommen. In Schwarz 2 könnten wir die beiden fangen. Jetzt schon. Aber ich suche lieber 1% Mons in Lichtungen. Und raste aus dabei, weil einfach nichts kommt. Aber ich habe gestern ein paar Tests gemacht. Sehr gut. Jawollo! Ich habe gestern ein paar Tests gemacht und aufgeschrieben, was jede Runde für Items und Pokémon gekommen sind. Und es war immer anders. Und ich habe sogar eine Runde erwischt, wo nur Items kamen und dann habe ich gespeichert. Falls, wenn ein Pokémon kam, dass dann kein Pokémon nochmal kommen kann. Und es kamen ein paar Pokémon gestern, also es lief. Und ich habe Dinge gefunden, Linfu und Petsneef, aber die zwei seltenen, die fehlen mir einfach. Aber gut, dann haben wir jetzt Apoqualypse. Apoqualypse. Sollen wir es direkt rüber tauschen, wo ich jetzt schon das Spiel offen habe? Ich tausche schnell rüber. Apoqualypse. Hallo Dynamax. Und dann Schwarz 2. Ein paar Lichtungen checken. Ich glaube nicht, dass ich lange aushalte, die zu checken heute. Und dann spielen wir irgendwie Ocarina of Time oder so. Oder ich fange Kyurem und Zekrom. Wobei, irgendwo will ich ja ein Kyurem auch aufheben. Zum Shiny Hunten. Das heißt, ich fange hier in Schwarz 2 kein Kyurem. Weil da will ich es, glaube ich, Shiny Hunten. In Weiß 2 fange ich dann Kyurem und Reshiram. So, tun wir es auf Schwarz rüber, um es dann zu brüten. Du musst mindestens ein Pokémon bei dir haben. Warum hast denn du nur ein Pokémon bei dir? Hallo Scoutly, hallo Daisuke. So viel gebrütet. Also ich habe noch nie so viel gebrütet in einer Gen für den Origin Dex. Wo ist mein Team? Da. Man muss 2 Pokémon im Team haben. Wahrscheinlich um nicht das eine Mon zu tauschen, sodass man für einen Bruchteil einer Sekunde keinen Mon hat. Guten Hallo. So, was geben wir dem? Ein Strawickel. Apoqualypse. Ich liebe den Namen so sehr. Ach, wie geil ist auch den Bart. Die Bärtin? Den Bart übers Gesicht auf einmal stirbt. Warum? Habe ich was verpasst? Jeder Streamer hasst diese Frage. Hass, 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 hass. Ich hasse diese Frage so sehr. Hallo, I sold my mom for EP. Hallo. Gibt es in Generation 6 irgendwelche Mons, die speziell sind, wie mit besonderen Attacken oder wie bei Carpador auf Level 100 oder auf Level 1 bekommen kann, wie bei Garados? Weiß ich nicht. Wir spielen Gen 5. Ich bin nicht in Gen 6. Ich habe mich mit Gen 6 nie auseinandergesetzt bisher. Okay. Hallo Daniela.
Okay. Will ich wirklich wieder Lichtungen grinden? Ich habe das Gefühl, ich könnte so viel mehr, wie sagt man, effektivere Sachen machen, wie sagt man. Aber es sind die einzigen zwei Pokémon, die mir fehlen, oder drei Pokémon. And this sucks. Das macht so ein bisschen das Erlebnis von Gen 5 kaputt. Diese Lichtungen. Warum musste ich das machen? Warum konnte ich nicht einfach sagen, ich fange einfach alle Pokémon und dann gehe ich nach Hause und dann habe ich ein Video und fertig und blablabla. Aber nein. Ich hole Lichtungen in mir und jeder denkt sich bloß, warum macht er das? Das ist so sinnlos und es ist auch so sinnlos, als ob ich jemals mit denen kämpfen würde. Los! Beschwörungskraft. Hallo Megumina, hallo Marco, hallo Jairu. Was geschieht in eurem Leben? Sucht ihr auch 1% Pokémon und findet sie nicht seit einer Woche? Nicht Leo, er bleibt bis zum bitteren Ende. Alle standen bis zum Kopf in der Scheiße. Nur nicht Rainer, da war ein Kopf kleiner. Dich wieder voll ignoriert? Habe ich nicht JJ Hallo gesagt? Ich habe dich gelesen und in meinem Kopf wahrscheinlich nur gedacht, Hallo JJ. Hallo JJ. Hänge an Sichlor weiblich gerade auch unfassbar nervig? In welchem Spiel? Wo ist das nervig? In welchem Spiel ist das nervig? Gen 2, Käfersammlerturnier. Hallo Drarot. Hallo Anne. Gestern noch ein bisschen probiert, ob ich die Zeit hier noch kürzer machen kann, indem ich irgendwie nur 2 Minuten radel. Aber dann ist nichts in der Lichtung. Man muss echt die vollen 3 Minuten warten. 3 Minuten, um dann irgendwie 1 Minute Pokémon zu checken. Hallo Gammy. Gammy, Gammy, Gammy. Dieser Grind lässt mich all die schönen Sachen an Gen 5 vergessen. Wie ich so mit einem wundervollen Team das Spiel durchgespielt habe. So ein gut durchdachtes Team. Warum auch immer bin ich auf die Idee gekommen, die alle in der Safari-Zone in Gen 1 fangen zu wollen. Dann ist es tatsächlich ein harter, harter Grind für dich, ein weibliches Sichlor dort zu finden, ja. Viel Erfolg, sag Bescheid, wenn du es gefunden hast. Du weißt, in welchem Bereich es ist, du weißt. Gab's da nicht einen Trick, wie du unendlich lang... Nee, es geht nur bei Fischen, kann man unendlich lang da bleiben. Hast du herausgefunden, warum das teilweise keine Pokémon in der Lichtung sind? Nö. Also warum teilweise keine Pokémon in der Lichtung sind, ist klar, ne? 80% ist Item, 20% ist Pokémon. Ist klar, dass mehr Items die ganze Zeit da sind. Aber... ich habe gestern einfach mal ein paar Kreise ohne Speichern gemacht und es war immer was anderes, immer was anderes. Und dann habe ich einen Kreis quasi gefunden, in dem es nur Items waren. Den habe ich gespeichert und den machen wir hier immer noch. Aber ich glaube, dass das keine Rolle spielt. Das ist nur so für mich. Falls irgendwo im Code geschrieben ist, dass wenn ein Pokémon da war, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass noch ein Pokémon kommt. Aber es kann eigentlich nicht sein. Du hattest schon 12 Stück. Du hattest schon 12 weibliche Sichlor und hast nie eins fangen können. Oder insgesamt 12 Sichlor. Wo muss ich hin? Da. Ich würde es über die Zinnoberinsel machen. Ja, aber Scoutly will es über die Safari-Zone machen.
So wie ich versteckte Pokémon finden will. Ich muss das auch nicht machen, aber ich will. Also ich will langsam nicht mehr. Scouty, zieh's durch. Hör nicht auf die Cheater. Und Bisofunk. Katzi. Und wieder 3 Minuten warten. Du hattest schon 12 weibliche, aber einen 3-monatigen Zeitraum immer mal wieder gegrindet. Okay. Über einen Zeitraum. Ja, und du machst das auch richtig mit dem Fang und sowas? Also hier nichts schmeißen, sondern einfach nur Pokebälle ist die höchste Wahrscheinlichkeit. Lass dich nicht von den Ködern und von den Steinen verführen. Ja, okay. Krass, und dann trotzdem nicht gefangen. Du hast Pech. Haltet durch. Wenn ihr die fehlenden Pokémon findet, kann ich das keiner mehr nehmen. Doch, jemand könnte meinen DS klauen. Der Safari-Zone-Köder-Scam ist halt echt so. Die haben ein System eingeführt, was einfach null was bringt. Und uns alle als Kinder verwirrt hat. Wie geht es nur, wenn ich jetzt Köder mache oder so? Und da? Hatte halt bei gefühlt allen anderen 1:5% Mons Glück. Was? Achso, bei allen anderen 1/5% Mons hattest du Glück. Das heißt, alle anderen hast du gefunden. Aber bei den anderen sind dir die Geschlechter ja auch nicht wichtig. Oder? Taurus ist immer männlich, Chanera ist immer weiblich. Pinsir brauchst du wahrscheinlich nur in männlich. Und bei Sichel brauchst du beide. Hallo Faulgott. Ich habe als Kind immer Köder oder Matsch geworfen, aber so konnte man das Fangerlebnis auch in die Länge ziehen. Das konnte man ja. Nur für die Catchrate ist es dem Pokémon egal. Also, statistisch gesehen. Hast du schon, willst du diesem besonderen weiblichen Sichlor aus der Safari-Zone dann einen Spitznamen geben? Wie wär's mit der Zahl? Das nächste wäre dann 13. Sichlor 13. Turty Sichlor. Witze, dankeschön für 10 Bits. Hi. Hi. Alle Mons ohne Spitznamen? Sehr gut. So gehört sich das. Jawohl. Keine emotionale Bindung aufbauen. Jawohl. So habe ich das gern. Ich glaube, in Gen 1 ist es aber nicht Matsch, sondern Stein, den man wirft. Und dann wahrscheinlich im Remake ist es Matsch, das man wirft. Gibt ja, ich meine, es gibt noch das Großmoor, was auch so wie die Safari-Zone funktioniert. Mit Köder. Und da ist es wahrscheinlich Matsch, den man schmeißt. Wegen Moor und so. Hallo, Devos. Matsch war im Matsch. Großmoor-Matsch. Evos. Was ist das? Oder ist das kennt man. Das kennt man. Ibitak. Sag nicht immer Ibitak. Ich meine, vielleicht ist es Ibitak. Jetzt kannst du Rihorn sagen. Das klingt wie ein Rihorn. Leute, das ist eindeutig ein Gen 1 Pokémon. Vielleicht Gen 2, aber ich glaube hart an Gen 1 bei diesem Sound. Rizeros? Na, Rizeros muss viel länger sein. Oh, nix.
Nee. Ich finde schade, dass die Spielhallen nicht weitergeführt haben. Hast du die jemals gespielt? Ich fand die so nervig. Shillock. Interessant, Shillock. Kangama. Miku, dankeschön für 38 Monate. Ich hatte geguckt, ob das hier gespeichert ist. Das ist nicht gespeichert. Das ist nur einfach dauernd diese 15%. Weil ich glaube, es sind nicht 5%. Doch, das sind 15%, genau. 15%, 2% Slymog, 2% Deponitox und 1% Bisofunk. Trockmo, du bist ein FM. Und das hier ist Lamus. Warum hat es diese komische Struktur da außen rum? Ich dachte, ich hatte das gefixt, Mann. Egal, wir erkennen, was es ist. Lamus, Mensch, so süß. Aber ja, da hätte man drauf kommen können. Gen 1 klingt alles gleich. Eben. Deswegen erkennt man ja, dass es Gen 1 ist. Lamu. Hallo Dani. Ich fand die Spielhallen witzig. Man soll doch einfach nur mal davor stellen und A spammen und hoffen, dass man Glück hat. Halt wie im echten Leben wahrscheinlich. Vielleicht wurde es zu real und deswegen hat Pokémon es abgeschafft. Japan hat ein riesiges Spielsuchtproblem. JJ, du bist Roselia. Hallo Benny. Hab heute Pikmin 4 gekauft, hat das jemand gespielt? Muss ich die Teile davor gespielt haben, um es zu verstehen? Nö. Ich meine, ein bisschen zu spät, ne, um die Frage zu stellen, wenn du jetzt das vierte gekauft hast. Nee, musst du nicht. Man sagt auch, also ich habe 1, 2 und 3 gespielt, man sagt auch, dass jeder Teil besser wird. Das heißt, du hast den besten Teil. Also es ist wirklich so, jeder Teil wurde immer besser, weil du mehr Sachen machen konntest und so weiter, größer und. Natürlich gibt's Background-Story von wegen aus, ist immer das Gleiche. Du bist ein, ich weiß gar nicht, wie die Rasse heißt. Olifanten? Du bist halt so eine Art Menschenrasse und landest, stürzt meistens ab auf einem Planeten. Und diese Planeten sind bewohnt mit Ungeheuern, aber auch Pikmins. Und die Pikmins helfen dir, quasi dein Schiff zu reparieren und wieder nach Hause zu kommen. Es ist so immer das Gleiche. Am Anfang bist du nur einer, im ersten Teil bist du nur ein einziger, der Oli. Nee, wie heißt der? Oli? Olimann? Olibert? Und dann im zweiten Teil bist du, glaube ich, auch alleine. Und im dritten Teil ist es dann quasi, da bist du zu dritt. Und ich glaube, im vierten bist du auch zu dritt. Olimar, genau. Das mitbekommen habe, wurden die wirklich wegen Spielsucht entfernt? Ich meine nicht entfernt, sie wurden halt nie weitergemacht. Ist doch verständlich. Ich meine, es ist ein Kinderspiel. Ich glaube, das wurde in einigen Ländern verboten und denen dann zu viel Aufwand für die regionalen Versionen. Die Voltoball-Falle. In Gen 4 gab es eine Methode für die Spielhalle? Keine Ahnung. Ich habe das nie gemacht. Es gab nie für mich einen Grund, es zu machen. Also in Gen 1 gibt es einen Grund, es zu machen wegen Porygon, aber du kannst genauso gut auch einfach dein Geld ausgeben, also quasi dein Geld umformen, umwandeln, wäschen, Geldwäsche betreiben und dann hast du ein Porygon. Ich habe nie länger als 5 Minuten, länger als eine Minute jemals so einen Automaten angeklickt. Schon vorbei. Hallo Kio. Der ist nervig in Smash. Der Olimar.
Wieso Funk? Wieso Funk? 1%. 1%. Aber was ich jetzt auf jeden Fall weiß, ist, dass die Lichtungskraft erhöht nicht, wie die Beschreibung selber im Spiel sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Pokémon erscheinen, sondern dass Lichtungen schneller erscheinen. Es ist unverschämt, dass das hier so schlecht beschrieben ist. Das heißt, wir sind wirklich bei 1%. Es ist wieder ein Kleopatra. Ich muss einmal kurz checken, ob das Kleopatra gespeichert ist. Moment, habe ich hier irgendwie vorhin Infrarot gemacht oder sowas? Nein, ich habe das ist komplett, wie ich es gestern Nacht auch gemacht habe. Das kann doch nicht sein! Dreimal hintereinander 15% treffen? Anstatt 1%? Komm schon. Ich gehe jetzt da sofort hin. Ich meine, ich kann da auch radeln. Ich habe heute die Wohnung komplett geputzt und den ganzen Tag darauf gewartet, dass ein Handwerker kommt und meine Dusche repariert, damit ich tatsächlich wieder duschen kann, wie ein normaler Mensch. Warte, ich muss so testen. Aber es ist noch keiner gekommen, aber wahrscheinlich kommt er am Nachmittag. Und dann muss ich hier kurz aufstehen. Schau, hier ist nämlich nichts drin. Und ist er gekommen? Natürlich nicht. Hier ist nichts drin. Dreimal hintereinander Kleopatra. Ich wollte halt nichts sagen, aber mir ist echt aufgefallen, dass du halt echt müffelst. Ich war gestern duschen, JJ. Hast du meine peinliche Geschichte gestern nicht mitbekommen? Wie ich duschen war. Mit dem Pöbel zusammen. Ah. Seit wann ist sie denn kaputt? 3 Wochen. Und ich bin kurz davor, keine Miete mehr zu zahlen. Hast du nicht? Ich war gestern im Gym duschen und habe meinen Schlüssel vom Locker in den Locker getan. Und dann stand ich nur mit Handtuch bekleidet im Gym und hab ganz leise vor mich hin gewimmert. Help. Help me. I'm a little German lost boy. I'm cold. Und dann kam jemand vom Staff und hat meinen Locker aufgebrochen. Wo duschst du dann? Im Gym. Mit Brechstange? Nein, mit einer Zange. Was machst du aktuell in Schwarz 2? Du guckst mir gerade dabei zu. Nach was sieht's aus? Radeln, 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 radeln. Ich will den Rekord brechen in Schwarz 2, die meisten Schritte geradelt zu sein. Der Rekord liegt bei 3 Milliarden. Ich bin bei 10.000. Ausbrüten? Nope. Ich verrat's dir nicht. Durch das, wie lange das manchmal dauern kann. Stell dich vor, ich hätte nicht die Lichtungskraft einfach. Er sucht Pokémon mit den seltenen Fähigkeiten in den Lichtungen. Daniela, du Spielverderber. Warum sagst du es einfach den Menschen? Ist so langweilig. Lichtungen farmen. Warum seid ihr so nett? Hallo Azrael.
Ich will nicht mehr. Es ist so dumm, einfach nur hin und her zu radeln, ohne dass ein Ei schlüpft dabei. Ich könnte dabei Eier ausbrüten und wahrscheinlich würde ich 3 Shinies kriegen, bevor ich irgendwas anderes kriege. Danke an alle, die nicht auf Leo gehört haben. Keine Angst, ich hätte es dir gleich noch erklärt. Ich muss dich erst in deiner... Ach, oh shit. Ich muss dich erst suhlen lassen in deiner Ungeduld. Musst du nicht immer noch ein paar Mons brüten? Nope. Wohin da? Wer nett ist, kriegt schneller Bisofunks. Glaubt ihr, Bisofunk ist so nett? It's funky. Gibt es das Wesen Funky? Hey, es war kein Kleopatra drin. Yay. Hey, Pachirisu, wer hätte es gedacht? Ich muss nur noch Bisofunk und 2 Zebritz finden oder ein weibliches Zebritz. Und dann alle Pokémon übertragen in einer riesigen Orgie. Das wird quasi der, keine Ahnung, der Zelebrierungsstream, wo ich alle Pokémon übertrage und dann in anderen Spielen entwickle. Die wichtigen Sachen habe ich sogar im Spiel gemacht. Also ich habe zum Beispiel Laukaps und Schnuthelm getauscht, damit sie sich entwickeln. Und ich habe Sesokids-Formen verändert hier im Spiel und nicht woanders. Aber das sind so die einzigen wichtigen Sachen, oder? Also die besonderen Sachen. Alles andere sind einfache Entwicklungen, die ich auch überall machen kann, oder? Kam schon ein zweites Pet Sneeve? Ja, gestern Nacht, als ich einen Film geguckt habe, kam das zweite Pet Sneeve und das Linfu. Deswegen, ich hatte gestern Glück, aber halt bei denen, die ich eh schon hatte. Aber natürlich noch ein zweites brauchte und sie waren natürlich beide wieder männlich. Aber es war, beim zweiten Mal war es natürlich egal. Entweder direkt weiblich oder zweimal egal. Zebritz aber immer noch kein einziges und Bisofunk wird, glaube ich, das Schlimmste sein. Warum auch immer, eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit genauso hoch, Bisofunk zu finden wie die anderen. Ist die Frage, ob... Weil Bisofunk ist zu viert, die sind zu viert in der Lichtung. 2%... Das ist schon krass, wie oft ich schon 2% getroffen habe, aber nicht 1%. 2% Slimog, 2% Deponitox, 15% Kleopatra und 1% Bisofunk. Ich habe schon sau viele Deponitox und Slimog gefunden, aber kein Bisofunk. Da sind es halt 4. Und beim anderen, bei Zebritz, ist es Pachi, Voltenso. Ich glaube, das war's. Und Zebritz. Also 3 Elektro. Und das ist auch krass, dass ich die ganze Zeit Pachis und sicher schon 5 Voltensos gefunden habe. Und Voltenso ist 4%. Aber noch kein einziges Zebritz. Aber wenn man bedenkt, ich muss 100-mal eine Lichtung checken, um im Schnitt 1 zu finden. Und ich habe sicher noch nicht 100 Lichtungen gecheckt, weil es halt so lange dauert. Aber dass ich dann trotzdem schon so sau viele Slimog und Deponitox finde, ist halt krass. Weil die sind 2%. Aber hey, so ist das, gell? Manchmal findet man auch im 17. Versuch ein Shiny Ho-Oh. Manchmal. Dafür muss ich nur noch 2 Lichtungen absuchen, aber es fühlt sich auch nervig an, weil ich radel 3 Minuten hin und her und dann checke ich Lichtungen für, keine Ahnung, 30 Sekunden. Dann muss ich wieder 3 Minuten hin und her radeln. Aber, weil ich nur diesen kleinen Streifen Gras habe, mache ich auch keinen Topschutz mehr an.
Schau, Voltenso, 4%. Ich würde gerne mal eins fangen, weil ich finde ja Voltenso ziemlich geil. Ich habe auch immer mal wieder Angst, dass das Zebritz ist und ich sehe es noch nicht gescheit, aber das ist natürlich kein Zebritz. Mit Schambolzen kann man auch nichts beeinflussen. Nee. Ich meine, du kannst nicht mal Sachen beeinflussen. Nee. Also. Weiß ich nicht. Aber warum? Nee, es kann ja nicht sein. Das sind ja statische Pokémon. Warum sollte Schambolzen funktionieren, wenn das Geschlecht in der Lichtung vorherbestimmt ist? Es ist ja nicht so, dass das Geschlecht bestimmt wird, wenn ich es anspreche. Dann würde Schambolzen wahrscheinlich wirken. Sondern jetzt wird das Geschlecht bestimmt, in dem Moment, wo eine Lichtung erscheint. Während ich radel. Wäre es ein Versuch wert? Nee, es kann nicht sein, dass es wirkt. Wie läuft es eigentlich mit dem dritten Deoxys? Nix läuft da. Ich mache seit Tagen nichts anderes als das hier. Bin mir auch sehr sicher, dass Beschwörungskraft nicht funktioniert. Aber ich will es irgendwie nicht riskieren, dass es vielleicht doch eine Auswirkung hat. Ist die Magieflasche neben mir? Ist halt ein eigenes System, wie die generiert werden. Genau. Wie der Egg-Cycle. Ich meine, du kannst ja auch nicht einfach Schambolzen haben und dann ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass aus dem Ei ein Weibchen kommt. Geht ja auch nicht. Ist, glaube ich, vergleichbar damit. Benutzt du eigentlich noch aktiv das Elgato-Pedal? Nee, für was? Ich muss ja nichts aktivieren. Ich habe viel Zeug, was ich gekauft habe und nicht benutze. Ein ganzer Schrank ist voll. Ich habe 5 Mikros oder so. Ich habe 4 Stream Decks. Ich habe... Die Mikros sind die einzigen, die ich immer wieder zurückgeschickt habe. Ich habe 3 Headsets. Nicht 3 Headsets, aber 3 Kopfhörer. Ich habe 5 Mikroarme, glaube ich. Du träumst sicher auch von den Lichtungen. Ja, dass ich drin stehe und dann Benzin um mich rum wirbel und dann gehe ich aus der Lichtung raus und schnipse ein Streichholz hinter mich und dann geht die Lichtung in Flammen auf. Und dann stehe ich vor der Lichtung mit 100 Pokebällen und schmeiße auf jedes Bisofunk ein Pokeball, das halbbrennend rausgerannt kommt. Soll das kaputt gehen? Hast du direkt was da? Ja, ich bin nur eher zu faul, die Sachen zu verkaufen oder zu verschenken. Wenn ich in Deutschland leben würde, dann würde ich die Sachen verlosen an Zuschauer oder so. Aber hier muss ich halt gleich 30 Euro irgendwie Lieferkosten zahlen, dass das überhaupt zu euch kommt und das sehe ich nicht ein. Und die andere Person sollte das auch nicht zahlen wollen. Wenn man es einfach auf eBay Kleinanzeigen auch kriegt, so. Ich zahle dir gerne 30 Euro für ein Stream Deck. Okay, plus die 150 Euro, die es wert ist, bitte. Next.
Hatschi. Vielleicht ist es ja ein Zebritz, was blaue Öhrchen hat. So angenehm, dass bei Schwert und Schild die Routenzahlen auf der Karte direkt ersichtlich ist. Dass man nicht drüber hovern muss, ja. Ich weiß gar nicht, ab wann sich das geändert hat. Das ist in Gen 6 und 7 auch noch so, dass man die auf der Karte nicht sieht. Vielleicht ist es ja ein Shiny. Lichtungen können nicht Shiny sein. Nicht mal das könnte passieren. Warum spielst du Schwert und Schild? Du sollst gefälligst in die Safari-Zone. Das weibliche Sichlor sucht sich nicht von allein. Ah, die dumme Katze. Aber ihr seht, es kommen die ganze Zeit Pokémon. Vielleicht liegt es wirklich damit zusammen, dass ich in der Runde davor nur Items hatte. Weil es kann halt auch, was überall steht, es kann anscheinend nicht zweimal hintereinander das gleiche in einer Lichtung sein. Das heißt, dadurch, dass davor überall ein Item war, ist ja quasi ein Item-Slot weg, der passieren kann. Ich glaube nur nicht, dass es so gerechnet wird. Aber vielleicht. Und dann wäre es logisch, dass vielleicht mehr Pokémon kommen. Was gerade beides. Multitasking. Ich wünschte, ich könnte hier Multitasking machen. Ich meine, ich könnte ja mit meinem Elgato Fußpedal gleichzeitig ich meine, könnte man? Ich meine, wenn ich ich kann Gen 4 nicht mit dem PC spielen. Beziehungsweise ich könnte einfach Platin auf einen Emulator laden mit meinem Safe Game. Dann auf die eine Taste legen die Reset-Combo. Und auf die andere Taste einfach nur A. Und dann drückst du die eine Taste, um den Emulator neu zu starten. Und die andere Taste spammst du A und kannst so Giratina einfach herausfordern. Und du brauchst nur zwei Füße die ganze Zeit. Ob man das auch manipulieren könnte, was da drin auftaucht in den Lichtungen? Ja. Wenn du nach Lichtungen googelst, findest du Standardinformationen, die ich jetzt schon mehrmals hier gesagt habe, wie Lichtungen funktionieren. Aber du findest sehr viel RNG-Manipulation. Du kannst anscheinend die Lichtungen sehr leicht RNG-manipulieren und so bestimmen, was drin ist. Und ja, das scheint sehr verlockend für mich. Ich habe nicht genau geguckt, wie es gehen würde. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendwie. Ich weiß es nicht, weil ich habe keine Ahnung. Aber ja, es gibt RNG-Manipulation von Lichtungen. Hidden Grotto RNG-Manipulation. Du kannst alles RNG-manipulieren. Ich habe Giratina mit meinen Füßen gefangen. Ey, vielleicht machen wir das wirklich. Ich meine, so könnte ich eigentlich, während ich Deoxys suche, auch Giratina suchen. Aber ich will es nicht am Emulator spielen. Aber anders kriege ich halt nicht einen Controller da angeschlossen. 124 und 225. was ist das? Hä, was ist das? Moment, hast du einfach Ding genommen? Baby? Hast du Cosilla und Rosana genommen? Ist das jetzt quasi Teenager Rosana? Ach, Botogel, okay. Aber Cosilla, aber das ist halt Gen 3, das geht. Ah nee, Cosilla ist Gen 2. Cosilla und Rosana wäre interessant. Ist das dann so ein Teenager? Weil es ist ja so ein Teenager Rosana gerade. Oh, das sieht sehr geil aus.
Botogel. Stimmt, der Schnabel und der Lippenstift vorne auf dem Schnabel drauf. Und Rosana. Ach, wirklich? Botoros. Rosogel. Irgendwie fühlt sich das wie Cheaten an. Hatte auch lange mit dem Gedanken gespielt, so den Origin Dex zu machen. Wie? Mit Füßen? Was? RNG? Botox. Genau, einfach Botox. Mit Emulator. Ja, es fühlt sich irgendwie wie Cheaten an, aber solange du halt im Emulator nichts machst, wie zum Beispiel Zeit vorspulen oder halt ne, irgendwelche Action Replays, ist es eigentlich nicht Cheaten, weil du sorgst halt nur dafür, dass du es angenehmer am PC spielst. Es ist ja immer noch dein Speicherstand, das ist auch dein geripptes Spiel. Also warum eigentlich sollte... Ich habe schon gesagt, ich werde Gen 6 hier emulieren. Weil hier an Gen 5 sehen wir schon, wie kacke es einfach ist, wie gering die Auflösung ist. Und beim Emulator wird es halt wenigstens hochskaliert. Und Gen 6, also 5, 6 und 7 sehen halt wirklich auf dem kleinen Bildschirm super kacke aus, weil halt das Detail von den Spielen höher geworden ist. Aber die Auflösung halt nicht. Hätte ich vorher davor daran denken sollen, dass Schwarz-Weiß auf dem Emulator wahrscheinlich cool aussieht. Aber Gen 6 werde ich emulieren. Außer der Emulator kriegt es nicht hin und es sieht kacke aus. Aber eigentlich, glaube ich, ging Gen 6 ganz gut. Gen 6 ist mega geil. Okay. Und dann kam Sinopupo auch auf einen overclockten Switch. Nee. Mit der Zitrone kannst du grafisch sogar noch ordentlich was rausholen. Ja. Ich bin ein bisschen weitergekommen gestern im Traumradar-Video. Und dann dachte ich mir, ich muss diese dummen Lichtungen farmen. Heute muss ich es so gut wie fertig machen. Citra wurde nicht entsorgt. Wobei, stimmt, warte, war das Citra, was auch von Yuzu war? Wie heißt der von Wii U? Wie heißt der von der Wii U? War es nicht der? War es Citra? Ja. Trotzdem kannst du den momentanen Bild kannst du ganz einfach runterladen. Es ist doch logisch, dass auf einer gemoddeten Switch jedes Spiel läuft besser auf einer gemoddeten Switch. Die Switch drosselt ja die CPU oder halt die APU oder was auch immer. Drosselt die halt. Und wenn du die Drosselung aufhebst, werden die Lüfter zwar sackenlaut anscheinend. Logischerweise. Und das Ding wird viel zu warm. Aber die Spiele laufen besser. Ja, aber das stimmt, Citra und Yuzu, beide haben sie dicht gemacht. Aber Citra war, glaube ich, nur die Konsequenz. Das war nicht das Ziel, glaube ich. Aber wenn ihr Citra auf dem PC habt, dann funktioniert das natürlich immer noch. Aber es werden halt keine neuen Citras mehr kommen. Und irgendwo im Internet wird man immer den letzten Citra-Bild runterladen können. Sollte das logisch sein, ein Emulator sollte eigentlich auf der Switch nicht so gut laufen. Du hast nicht Emulator gesagt, wir reden ja nicht von Emulator.
Wie, hä? Wenn du deine Switch moddest, und du spielst dann da Kamisino und Popo drauf, dann spielst du es nicht auf einem Emulator, dann spielst du das auf der Switch. Und Switch ist... Wenn du da N64 drauf spielst, okay, dann emulierst du eine N64. Aber du musst keine Switch emulieren auf einer Switch. Das ist eine Switch. Hallo Philipp. Aber es läuft halt besser. Ja. Das haben wir, ja. Was logisch ist. Ich zoome mal eben nach dem Video. Okay, aber ich verstehe nicht, was du meinst. Du sagst gerade, aber das kann nicht sein. Da sage ich doch. Das ist doch komplett logisch. Ich verstehe nicht, was da nicht dran logisch ist. Wenn du die Drosselung von deiner CPU und GPU aufhebst, ist es sehr logisch, dass die Spiele dann flüssiger laufen und auch kürzere Ladezeiten haben. Kann man mit relativ wenigen Wissen die DS- und 3DS-Games am PC oder so spielen? Der Bildschirm ist halt echt mies. Klar kannst du das. Einfach auf YouTube googeln, wie das geht. Geht sofort, geht ganz einfach. Dass hier jetzt nicht drin war, nichts drin war, war das erste Mal, dass etwas nichts hat. Fuck it. Anstatt jetzt rumzudüsen. Was ist eine Vakü? Eine Warmkühlung. Ach, Wasserkühlung. Vakü, Wasserkühlung. Man muss es laut aussprechen. Ich habe so überhaupt keine Lust, die ganzen All Creamies zu machen. Das ist doch einfach. Das ist Zeug, auf das ich immer Bock habe. Weil es ist einfach upgrinden. So hier, das ist zwar auch ein Grind, aber die Wahrscheinlichkeit ist unfassbar gering. Bei All Creamy hast du halt... Es ist ja keine geringe Wahrscheinlichkeit. Außer du redest von den zwei Süßigkeiten, die nicht so häufig sind. Aber selbst die sind heute ganz einfach zu kriegen. Ich meine, du musst einfach nur Pokusan in den Hort geben und dann hast du 63 Pokusans. 20 Minuten später. Okay, vielleicht dauert es ein bisschen länger, 63 Eier zu brüten, aber... Ich finde das halt so langweilig, weil es einfach nur verschiedene Formen sind. Das ist doch das Geile. Aus einem Pokémon 63 verschiedene machen. Geil. Hallo Marika. Ist es eigentlich Marika oder Marika? Fällt gerade auf, dass man den Namen auf verschiedene Arten. Marika, Marika. Beides fein. Marika. Wieso Funk und Zebritz? Zebritz muss weiblich sein, sonst muss ich es nochmal finden. Was machst du gerade? Ist das für ein Origin Dex? Yep.
Ich suche Mons mit versteckter Fähigkeit. Zerbritz muss weiblich sein und in den Lichtungen sind die Geschlechterverteilungen 30%. 30% ist weiblich. Bei Vadribi ist es sogar nur 3%. Oder 5%. 5%. Also anstatt die normalen 8% ist es 5%. Auf Gen 3 freue ich mich sehr, aber auf Gen 5. Gen 5 ist voll cool. Du musst es ja nicht machen mit den Lichtungen. Wenn du die Lichtungen nicht machst und wenn du auch das Shiny Maxax nicht willst, dann ist da null Grind dabei. Dann spielst du einfach das Spiel, fängst alles, herzlichen Glückwunsch, durchgespielt. Aber sobald du halt dieses Maxax willst, musst du den Pokédex voll machen. Und wenn du die versteckten Fähigkeiten willst, musst du Lichtungen grinden. Das ist einfach nur nervig. Willst du aber, dann bist du selber schuld. Deine Erklärung bei Gen 2 mit den Bäumen und Kopfnuss hat mich echt fertig gemacht. Du meinst, dass es da eine Website gibt, die das dir sagt, welcher Baum das ist? Aber die Website gab es halt während meiner Kindheit natürlich noch nicht. Gäbe es doch auch so ein Tool. Hier. Wobei, das ist bei Skaraborn und auch in Gen 3. Wobei, bei Barschwa ging es ja nicht. Das war ja echt nur... Oder wo war... Ach, bei Mamfaxo gab es noch die Möglichkeit, wenigstens den Baum zu wissen. Dass es überhaupt unterschiedliche Bäume gibt, ja. Das ist echt krass, wenn man sich überlegt, wie soll man das wissen? Aber es kann sein, dass irgendein NPC im Spiel einem das sagt. Das weiß ich nicht. Yay, zweimal Items. Wieso Funk mit versteckter Fähigkeit Shiny Hand, aber bestimmt auch sehr cool. Hört ihr mir nicht zu, wenn ich rede? Wer hat das immer gesagt? Hör mir zu, wenn ich rede? Was? Shinies gibt es nicht in Lichtungen. Du kannst keinen Mon mit versteckter Fähigkeit in Shiny fangen in diesem Spiel. Vielleicht kann man, ich weiß nicht, ob das Seso-Kids, das ist ein Geschenk. Kann man Geschenke in Gen 5 Shiny bekommen? Ich frage, ob die statischen, also die Geschenke und sowas. Shiny locked sind. Wenn es die Lichtungen sind. Aber du kannst dir, wenn du unbedingt eine Herausforderung willst, kannst du versuchen, einen Shiny Gyarados mit Level 1 zu fangen. Ich rechne dir kurz aus, was die Wahrscheinlichkeit ist. Eins zu 82 Millionen. Das Herausforderung genug. Geil eigentlich, das ist eher so komisch, dass die Musik sich ändert, wenn ich eine andere Route betrete, aber auf dem Fahrrad bin. Der Routenwechsel überschreibt die Fahrradmusik. Das Gyarados steht ja auch noch auf dem Plan. Ja, aber das hat nichts mit Origin Dex zu tun. Und die 81 Millionen sind nur, wenn du das Gyarados findest. Gyarados selber ist ein, ich glaube, 5% Encounter. Das heißt, du musst Gyarados finden und wenn du Gyarados siehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 82 Millionen, dass es Shiny ist. Und Level 1. Oder einem Weibchen aus der Lichtung in die Zucht und dann so lange breeden, bis es Shiny mit VF rauskommt. Ja.
dann musst du aber noch das Glück haben, dass die 60% getroffen wird. Aber 60% sind nicht schlimm. Also nicht so schlimm. Aber die versteckte Fähigkeit wird nur, in Gen 5 zumindest, wird nur zu 60% weiter vererbt. Ich weiß nicht, ob das heute anders ist. Ob es weniger ist oder mehr oder 50-50. Das rote Gyarados, einfach kein schönes Shiny. B-Rox, das ist jetzt wieder etwas, was du einfach sagst, um eine andere Meinung zu haben. Gyarados ist eines der schönsten Shinies. Wer kann denn anders denken? Carpador sollte blau sein. Das ist das Problem. Rotes Gyarados ist Perfektion. Toasty, du bist ein Magneton. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo jemand in Pokémon Gold das Shiny Gyarados in Nicht-Shiny gefunden hat. Das hat der liebe Oliver gemacht, Oliver MKP. Wir lieben Oliver. Und geh nochmal auf das Video und schau das Video komplett an. Und vor allem schau auf das Datum, wann das Video rauskam. Mein lieber Scoutly. Lass dich doch nicht vom Internet verarschen. Und das war Kristall, glaube ich. Aus Pokémon Gold? Aber er hat tatsächlich es dann, später hat er tatsächlich eins geholt. Also er hat tatsächlich ein Nicht-Shiny Gyarados vom See des Zorns. Aber das ist mit einem Mod. Oder quasi mit einem Action-Replay-Cheat, glaube ich, der, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 8000 die Shininess von dem Gyarados auflöst. Wieso Funk? Alles ist gut. Alles wird gut. Mir ist aufgefallen, dass ich viele Shinies auch nicht hübsch finde. Die Farben passen mir selten. Es sind ja auch verdammt viele. Ich habe heute nicht so viel zu erzählen. Ich glaube, ich breche das hier ab und spiele Ocarina of Time. Und warum soll ich euch so einen langweiligen Grind zeigen? Es passiert eh nichts. Und wenn es kommt, dann steht da ein kleines Pixel-Bisofunk. Nicht sehr spannend. Runde machen wir noch. 124 und 210. Ist das Granbull? Ich find's süß. Das Granbull hat sich halt hübsch gemacht. Es geht heute vor die Tür, um andere Granbulls aufzureißen.
Granbulls Geschlechterverteilung ist übrigens, glaube ich, 1 zu 5. 4 zu 5 sind immer weiblich. Oder was andersrum? Nee. Snubbull weiblich. Snubbull männlich ist seltener. Ja. 20%, glaube ich. Granross. Rossabull. Bist du des Wahnsinns, JJ? Warum? Ich habe nun für mich beschlossen, nochmal den Origin Dex zu machen. Hab damals so Spaß gemacht, werde es aber nun auch mit dem Pokéball Only machen, was mir damals nicht so wichtig war. Dann überleg aber nochmal, was du noch alles machen willst. Versteckte Fähigkeiten, alle nur männlich, alle auf Level 100, keine Ahnung, besten EVs. Nicht, dass du nur auf einmal wieder anfangen willst. Schniedeldex, Mumudex, Buu, Haremdex, was? Wie so Funk. 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 Cleopatra. Cleopatra. Fick die Katz. Oh mein Gott. Ah. Wie damals muss das Pokémon auch in dem Spiel entwickelt werden, in dem es gefangen wurde. Das frisst sehr viel Zeit, ja. Aber das ist auch... Das finde ich ein bisschen schade, dass ich das nicht mache. Aber es spart halt sehr viel Zeit. Und es ist halt, wie ich das auch im Video immer erklärt habe, es ist halt, finde ich, so ein unnötiger Grind. So wie das hier. So wie das hier. Wieso Funk? Wieso Funk? Wieso Funk? Hier ist zu 1% Wieso Funk. Deswegen mache ich das. Tschüss, Marika. Gerade bei Tauschentwicklung kann das schwer werden. Ja, aber der JJ hat sicher mehrere DS-Systeme. Okay, ich habe keinen Bock, das live zu machen. Das ist frustrierend, wenn da null Fortschritt ist. Bei Shinies hat man zumindest einen Fortschritt, indem man die Zahl sieht. Oder es kann jederzeit was kommen. Es kann jederzeit was kommen, aber hier... Ich mach das offline. Es kann sein, dass ich kein einziges Mal Gen 5 jetzt mehr streame. Weil ich habe alles bis auf die 2. Die fange ich offline. Jetzt spielen wir entweder Ocarina of Time. Oder... Deoxys. OOT. Das Spider-Man 2. Hallo Stabilo. Ich habe auch das Problem mit der Katze, will doch nur den Müllhaufen. Ich habe schon so viele Deponitox gekriegt. Wehe, du kriegst Bisofunk, bevor du Deponitox findest. Mariko kommt raus, sobald ich OOT sage. Okay.
Schnell noch Spirit, bevor es aus ist. Das hätte ich vergessen auszumachen. Svotronin. Aber gut, dass du es sagst. Bedankt euch, Herr Mariko. Ah. Du hast es sogar in weiblich gefunden. Krass. Das ist aber kein komisches Pokémon-Spiel, da bin ich raus. Dann hau ab. Piss dich. Keine Gnade. Was ist hier schon immer diese Musik? Das ist da diese Musik im Hintergrund ist. Ich dachte, hier ist immer nur komplette Stille. Ich habe ewig auch keine Randomized-Version mehr gespielt. Gehen wir überhaupt hin? Auf der Liste steht zuerst Volvagia. Haben wir kein anderes? Haben wir nichts mit Goma noch zu machen? Volvagia, Morpha. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt genau, aber eigentlich geht man da lang. Eigentlich, wo gehen wir eigentlich hin jetzt? Hä, was habe ich jetzt immer gemacht an der Stelle? Ich glaube, hier hingegangen und dann zu den Goronen. Und von den Goronen zum Wald. Aber zuerst die Musi. Ganze Kacke da mit. Moment, die muss man machen. Kann ich die jetzt schon machen? Boah, warum. Ah doch, ja, klar kann ich die jetzt schon machen. Ich muss die ja hier sogar jetzt schon machen. Aber das muss man nachts machen? Nee, ist egal, wo man das macht. Krass, wie ich alles vergessen habe. Aber ja, klar, der erste Teil, das war immer das Schlimmste. Nicht das Schlimmste, aber das ist. Also ich habe halt super oft das Spiel gespielt, ohne, also versucht, nicht getroffen zu werden. Ich muss gerade echt überlegen, was als nächstes kommt. Aber ja, das hier kommt als nächstes und das hier ist sehr, sehr anstrengend, ohne getroffen zu werden. Ich probiere es direkt. Aber dieser Boris ein bisschen asso, was sein Feuer anbelangt. Hier war eine Trophäe unter einer Minute zu schaffen, was aber echt nicht schwer ist. Aber gut, jetzt habe ich es nicht mehr wirklich probiert hier. Das kann ja nicht sein. Das ist ja nicht so schwer. Easy, gib mir Haken. 59 Sekunden. Okay, wir machen das alles gerade nur, um zu Volvagia zu kommen. Und Volvagia zu besiegen ohne Feuerrüstung.
Hallo, Hausmeister Picobello. Ja, das hier ist die einzige Stelle, wo man in der Story so einen blauen Block wegmachen muss. Ocarina of Time. Off. Ocarina. Ocarina. If Time. Das hast du richtig gesehen, ja. Habe ich schon 10 Skaldschulas gesammelt? Oh ja, okay. Gib mir mal Money. Ach krass, ich dachte, die Geldbörse wird aufgefüllt. Hätten ja wenigstens Geld reintun können. Dann gehen wir zu den Goronos. Hallo Toni. Und können da drin eine Bombe finden. Brauchen wir nicht. Wir könnten da reingehen und nichts machen. Ja, wir gehen einfach zu Darunia. Der nicht da ist. Oh, das war sogar knapp. Und ich könnte Marikos Lieblingstempel zuerst machen. Was sollen wir zuerst machen? Feuer oder Wald? Ach ja, ich muss... Forest. Wo ist er? Hey. Ja, wo ist er? Nein. Bin ich blind? In eine andere Richtung? Ach da. Das wird nichts. Ja, wobei. Ach komm. Komm. Ich spiele Ocarina of Time und mache die Achievements, die unter mir stehen. Das nächste Achievement ist, Volvagia ohne Feuerrüstung zu besiegen. Fuck. Dreh um! Ich bin der mächtige Leo. Nice. Link. Volvagia ohne Feuerrüstung besiegen. Morpher besiegen, ohne ins Wasser zu fallen. Aber das ist einfach. So süß, ja. Hallo Arthur. Und dann Water. Ich glaube, wir müssen Feuer vor Wasser machen. Bam, 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 bam. Okay, dann können wir jetzt da rein. Ich mach nur den... Wir können zuerst Forest machen. Aber ich mach zuerst den Schnellreisepunkt. Hol mir hier 20 Rubine. I'm rich. Das ist auch so eine Sache, da kommt man nicht drauf. Da bin ich als Kind nie drauf gekommen. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Vielleicht gar nicht. Vielleicht habe ich es nachgeguckt.
OT nehme ich mir heute Abend auch mit zur Arbeit. Zu meiner Schande muss ich sagen, dass ich es noch nie durchgespielt habe. Und wie nimmst du es mit zur Arbeit? Auf der Switch oder auf der Switch oder die 3DS-Version. 3DS. Autsch, 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 autsch. Ist okay. Ocarina ist okay in 3DS. Das Remake ist okay. Majora's Mask bitte niemals auf dem 3DS spielen. Das ist unwürdig. Gerade Black Clover fertig geschaut, weiß nicht mehr wohin mit mir. Ich meine, du hast einen Weg gefunden zu mir. Okay, okay, schick, okay, okay, okay. Ja. Jetzt erstmal verwirrt auf die Ocarina gucken. Hä? Was? Musik? Da raus? Link. Puff. Ich lieb das, wo Sheik am Hylia-See ist und dann so auch so puff weg ist und dann sieht man so im Hintergrund, wie sie ins Wasser springt. Okay, dann kann ich jetzt wieder rausgehen. Oder wir machen jetzt zuerst schnell Feuer, wenn wir schon mal hier sind. Komm, wir sind hier, wir müssen Feuer machen. Das wäre jetzt Quatsch, zurückzugehen. Hab ich Stuff? Ich hab Stuff. Wusstet ihr, dass in der allerersten Version... Oh, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Irgendwo. Ich darf nicht vergessen, das Ding zu benutzen. Das ist gut. Wusstet ihr, dass in der allerersten Version von Ocarina of Time, die wir hier auch spielen, die Musik im Feuertempel noch anders war? Vielleicht aber auch nicht. Warte mal. Mal gucken, wie sich die Musik gleich ändert. Im Original, also in der allerersten Version von Ocarina of Time, sind die Gesänge von, ich glaube, sind muslimische Gesänge im Hintergrund. Und bei einer Revision, also bei einem Patch, hat dann Nintendo gesagt, das ist uns zu religiös. Nehmt die Gesänge raus. Aber ja, es kann gut sein, dass die hier nicht drin sind. Ich weiß nicht, welche Version ich spiele. Ah doch, da sind die Gesänge. Im Hintergrund. Befreie dich, mein kleiner Goron-Spatz. Zeig! Ich befreie dich gar nicht, ich nehme einfach deinen Schlüssel. Du musst jetzt da stehen bleiben, bis sich irgendjemand erlöst, der die Erlaubnis gibt, rauszugehen. Du darfst ohne mich rausgehen, Gorone. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt weg ist, wenn ich rein und rausgehe. Ich glaube, er ist weg, wenn ich rein und rausgehe. N64 hätte ich auch noch, aber keinen Bock, den ganzen Getrödel mitzuschleppen. Ja, klar, aber es gibt auch Ocarina of Time auf der Switch. Also die Version gibt es auch auf der Switch. Aber die ist halt... wo gehe ich hin? Hier gehe ich lang. Aber die ist halt... Ich weiß nicht, wie geil sich Ocarina of Time Handheld spielt auf der Switch. Nicht so geil, glaube ich. Ich habe es nur mit Controller gespielt. Bye, Daniela. Ein gutes Headset zwischen 30 und 70 Euro empfehlen. 30 und 70 Euro. Die ich kenne, sind alle nur über 100 Euro. Ich habe keine Empfehlung. Gerund, lass mich stehen. Denen geht's hier schon gut. Hier ist schön warm. Die mögen's warm. Und dann gehen wir. Dann gehen wir zurück. Oder? Warte mal, nee, wohin gehen wir?
Müssen wir jetzt nicht rechts lang gehen? Ja, rechts lang. Oder? Ja, ich bin immer rechts lang gegangen, links lang. Und dann kann man einfach hier lang. Wie lange verfolgt die einen? Wer immer? Und dann ist hier schon der erste Tänzer gewesen. Hier sind auf jeden Fall... Ah ne, hier ist auch einfach nur ein Corona. Boah, ich habe so viel vergessen. Wo ist der erste Feuertänzer? Viel später. Aber meinst du mit Headset tatsächlich Headset, mit dem du auch... Aber ja, Headset heißt ja, du willst damit auch reden können. Hallo Headset, wie geht es dir heute? Also mit Mikrofon. Wie hieß das, was die Syn immer hatte? Das hörte sich sehr gut an immer. War das nicht das Rocket? Irgendein Rocket? Oh Gott. Die Master. Hier, Mariko, du OOT-Fan. Hast du jemals dann die Master Quest gespielt? Wenn nicht, musst du spielen. Master Quest ist so schwierig. Da ist zum Beispiel ein Schlüssel versteckt unter dem Block, der gerade nach oben ist. Das sind so richtig miese Rätsel. Da ist der Feuertempel, war das Schwerste, fand ich. Warum? Hat Link eine Knarre? Das ist da. Opa. Das ist ein Enterhaken. Habe ich das nicht immer geschafft, irgendwie mich da festzuhalten ohne... Master Quest ist auch geil. Ja, es ist viel geiler. Das Original ist pipi einfach, wenn man Master Quest kennt. Master Quest hat so miese Rätsel, auf die man einfach... Wo man so richtet, ist es fast so Randomizer-mäßig, muss man da nachdenken. Da gibt es eine Stelle, wo ich hier im Feuertempel, wo ich nicht weitergekommen bin. Und ich habe wirklich so 3 Stunden lang überlegt. Bis ich dann gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass ich mich durch den kompletten Raum enterhaken muss an einer Fackel. Und du musst dich nie im Originalspiel an einer Fackel enterhaken. Aber in der Master Quest musst du dich durch Feuer hindurch, also quasi du machst so durch Feuer durch an eine Fackel. Darauf musst du kommen, dass du keinen Schaden nimmst und dass die Fackel überhaupt den Enterhaken annimmt. Und dann gab es noch eine Stelle bei Dodongo, wo man eine Bombe von 3 Stockwerken weiter oben runterschmeißen muss an eine gewisse Stelle, um weiterzukommen. Achso, warte mal, ich muss ja eins weiter runter. Die gute Kamera. Master Quest habe ich auf 100% durchgespielt. Ich habe als Kind Master Quest angefangen und ich habe nie in Gandalfs Turm habe ich einen gewissen Schlüssel nie gefunden. Und dann habe ich wirklich Jahrzehnte später, also keine Ahnung, 15 Jahre später, habe ich dann, ich glaube hier muss ich gar nicht rein. Ja doch. Habe ich dann das im Stream nochmal gemacht, die Master Quest, und da habe ich es dann irgendwie geschafft, einfach durch Gandalfs Turm. Ich habe keine Ahnung, welcher Schlüssel mir gefehlt hat.
Prani. Dankeschön für dein Tier 3. Wow. Da muss ich gar nicht lang. Wobei? Oh, natürlich muss ich da lang. Muss ich da lang? Ich glaube, war das nicht ein Schlüssel, den man auslassen kann? Weiß es gerade nicht mehr. Doch, ich kann da rein. Ich sollte da sogar rein. Doch, doch, ich muss da rein, um auf die andere Seite zu kommen. Egal, wir holen uns zuerst den da. Ich sehe, hast du das letzte Herzteil noch nicht gefunden? Ah, nee, das, ich habe nicht weitergespielt, seitdem wir hier gespielt haben. Irgendwann setze ich mich hin und gehe nochmal alle ab. Rani, hier ist dein Zettel. Danke, danke, danke. Kannst du mich zufällig heilen? Nein, ich gehe weiter. Ich schneller als sie? Fleischklopse. Warte, da waren doch... Hier waren doch irgendwo... Hier waren welche, aber kann man die eigentlich herholen? Nee, gell. Komm ich da rüber? Na, logisch. Ich glaube, ich habe noch nie da so ein Herzding geholt. Noch 10 Streams. Damn. Hier eine schwierige Stelle, um nicht getroffen zu werden. Es gibt ein paar Tricks, ein paar Winkel, die man springen muss, um nicht getroffen zu werden. Da gibt es nämlich eine Stelle, wo jetzt ein Totenkopf aus dem Feuer rauskommt. Und wenn man da von der falschen Stelle springt, dann wird man getroffen. Und ich glaube, hier sollte richtig sein. Okay, okay, okay. Und hier? Dann gibt es hier auch einen Trick, wie man... Ja, genau. Später, das mache ich jetzt nicht, später kann ich von hier darüber und nicht das Feuer triggern. Aber ich trigger immer das Feuer, weil es ist nicht schwer. So, und hier macht man jetzt einen Teleporter. Damit man den ganzen Weg nicht mehr zurück muss. Weil ich muss jetzt einmal, muss zweimal auf die andere Seite von dem Raum. War gefährlich. Wenn da eine Katzin gewesen wäre, wäre ich jetzt runtergefallen. Hey, fuck, ich wollte doch niemanden befreien. Wo läuft der eigentlich hin? Jetzt kann ich eben das einsetzen. Man muss nicht wieder zurückspringen. Dann setze ich es wieder ein. Fall da runter. Kann das wieder einsetzen. Und muss nicht wieder hoch. Und dann kann ich hier. Und dann kommt einer der scariesten Sprünge ever. Ich auch, als ich das als Kind gespielt habe, glaube ich, einfach nie mich getraut habe. Aber man muss es machen. Wie? Dieser Sprung wirkt unmöglich zu schaffen. Und dann der große Hassraum, in dem man sich immer verirrt. Aber wir gehen... Wie war der Weg? Da hinten war gar nichts. Ich muss einfach nur da lang, ne? Wo bin ich da immer hin? Urteil vergessen jetzt wieder. Ja, nee, das auf keinen Fall. Gehen wir da lang? Ja doch, wir müssen da lang. Wo bin ich hin immer? Nee, nee, nee.
Wir müssen da lang. Stimmt schon, wir müssen hier lang. Und zwar einfach dem Boller hinterher. Nicht. Genau so. Und dann so auf der anderen Seite. Und draußen Laubbläser. Ohne Laub. Wie immer, der Laubbläser kommt immer dann, wenn nirgendwo Laub ist. Oh fuck, ich dachte, da geht man durch. Ups. Nein! Shit. Wie ging das denn jetzt? Habe ich zweimal die Taste gedrückt? Ich wollte eigentlich nur eine Bombe schmeißen. Hallo Maus, hallo, dankeschön für 7 Monate. Das hat gar nicht getroffen, oder? Ah doch. Moment mal. Habe ich die Tür gekillt, aber nicht die Wand? Wie geht. Echt? Das geht? Ah, jetzt kommt einer. Einer der einfachsten Bosse zu besiegen, ohne getroffen zu werden. Es kann nur passieren, und das ist mir auch passiert, dass er auf einen drauf springt. Und deswegen geht man immer an den Stein, weil da springt er nie hin. Nee, hier muss ich noch nicht hoch. Was? Warum richtet sich die Kamera auf den Punkt, der aufgeht? Ja doch, natürlich muss ich hier drauf. Ich glaube, unter dem Block ist auch ein Schlüssel in dem Master Quest. What is hier? Nee, what is? Ah, der beste Raum. Der Laubbläser ist so laut da draußen. Herbst ist vorbei. Kein Blatt liegt draußen. Smash. Hammer Smash. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich Volvagia ohne Feuer besiege. Ich glaube noch nicht mal, dass es machbar ist. Alter! Es ist so laut! Alles vibriert. Ah!
interessant, dass zu 99% Navi dich in Ruhe lässt. Aber bei einem Rossing-Schalter zwingt sie dich zu reden. Ah ne, das muss man auch aktivieren hier. Es gibt auch nicht nur einen Block, den man aktivieren muss. Also das Problem ist, Volvagia, also mit einer Feuerrüstung, klar, ohne Feuerrüstung ist der Countdown irgendwie 20 Sekunden. Und ich kann Volvagia nicht innerhalb von 20 Sekunden besiegen. Das heißt, man nimmt sich halt Feen mit. Und die Feen beleben einen immer wieder natürlich. Beziehungsweise... Man sollte natürlich mehrere Herzen haben. Und umso mehr Herzen man hat. Ich kann nicht reden, dieser Idiot da draußen bläst im Nichts herum. Da ist eigentlich gar nichts drin, ne? Da ist eine Bombe drin. Über den Wassertempel. Ich weiß nicht, ob wir da heute noch hingehen, aber... Ich versuche jedes Mal Wassertempel First Try ohne Umwege zu schaffen. Okay. Ich versuche irgendwie einen Hard Save zu machen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es machbar für mich ist. Ich glaube halt, ich brauche mehr Herzen und vor allem, also Feen brauche ich natürlich. Bei Feen gibt es hier ja sogar. Da oben sollte es Feen geben. Also, die Trophäe besagt. You can take off the red tunic in the boss room, right before you jump to the boss platform.
Yeah, defeat Volvagia using only the Megaton Hammer and without healing with 3 hearts only. Kann ich zuerst probieren. Nur mit dem Hammer. Und nur mit dem Hammer. Ja. Und drei Herzen eben. Okay. Sagst du Retro Achievements? Yep. Unser Kindheitsfreund Volvagia. Jetzt müssen wir ihm den Kopf abhacken. Verdammt. Halt viel weniger Schaden, glaube ich. Ja, unser Trick. In dem Remake sieht man hier, dass man klettern kann. Voll peinlich, wie einfach. Das dauert wahrscheinlich ewig, oder? Aber macht der Hammer nicht regulären Schaden wie ein Schwert? War das so stark? Selber schuld, wenn ich vorspule, aber warum war das so stark? Was war denn jetzt da so stark? Der Brocken killt 2 Herzen von mir? Nein, nicht safe, egal. Dann hole ich mir jetzt schon die Fee. Ich meine, eigentlich muss ich nicht getroffen werden. Aber vorsichtig sein. Ich glaube, hier war eine Fee. Ja. 2. 3. Komm ich darüber? Never. Jetzt will ich speichern, aber ich kann hier speichern. Ich meine, das ist ja auch eine Hammerattacke, oder? Der ist zu weit weg. Hör auf, so weit weg zu sein! Immer noch keine anderen Muster, das heißt, die Attacken sind so schwach. Wobei, doch, das war ein anderes Muster. Zweimal. Ja, 3, ja. Oh, ist ja eben. Der Hammer ist genauso stark. Wo ist meine Trophäe?
Okay, das war das Einfache. Jetzt kommt das Schwere. Wir machen exakt das Gleiche. Müssen wahrscheinlich Glück haben, dass er nicht zu weit weg ist. Nur ohne Feuerrüstung. Keine Ahnung, wann die Zeit zählt. Zählt es die Herzen dann runter oder bin ich instant tot? Wenn es die Herzen runterzählt, dann brauche ich mehr Herzen. Keine Chance, Mann. Oh mein Gott. Keine Chance, der lässt sich ewig viel Zeit. Ich meine, es gibt eine Taktik, mit der man den raus dem wehtun kann, mit einer Bombe. Ja, man stirbt instant. Das heißt, mehr Herzen bringen gar nichts. Oder geht er wieder zurück, sobald er mich trifft oder so? Oder muss ich den hier? Kann ich den hier treffen oder so? Ich meine, wie soll ich das denn schaffen? Ich meine, ich muss warten. Wie? Hot, hot, hot. Hit with hammer, then jump attack with Bigoron sword. Ja, okay. As soon as it emerges that firing arrows at its head, it will submerge, then hammer and jump attack with Bigoron sword again. Okay. I had 13 hearts and 144 in time. Das heißt, umso mehr Herzen habe, desto mehr Zeit habe ich auf dem Countdown. Der Timer rechnet mit der Herzanzahl. Ja, das lese ich jetzt hier auch gerade. Scheiße! Aber hier sagen auch Leute, sie haben es mit 3 Herzen geschafft. Also Bigorons Schwert, na klar, das wäre schon mal nice. Und dann gibt es natürlich die Speedrun-Taktik, dass du Bomben in die Löcher schmeißt und er dann da auch Schaden nimmt. I have 3 heart pieces that I think add to the clock, ja. 4 fairies, no dense fire, no Bigoron sword, also didn't think this was possible. Dense fire ist auch noch interessant. Was ich mir holen kann, weil ich habe Bomben jetzt. Wobei, hä? Warte mal, was brauche ich für dense fire? Muss ich dafür nicht den... Nee, Hammer brauche ich dafür. Ja, ich kann mir jetzt dense fire holen. Und mit dense fire kann man ihm anscheinend wehtun, wenn er oben rumfliegt. Reicht es nicht, wenn du die Rüstung vor dem finalen Schlag ablegst? Nein. You can use bomb chews to kill it faster. You just have to send them into the last hole Volvagia went into. Also es gibt ein paar Taktiken, die man machen kann. Aber so oder so. Machen wir jetzt zuerst die anderen Tempel. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Wasser kann ich nicht machen, ohne Feuer gemacht zu haben. Aber wir können auf jeden Fall Forest machen und kriegen Bogen. Und mit dem Bogen kann man ihn dann auch von der... den Flug von ihm canceln. Welche Konsole spielst du? Auf dem PC.
Gibt uns die Fee eigentlich da oben was Wertvolles? Also ich meine... Ich geh mal hin. Doppelte Herzen bringt wahrscheinlich nichts für Volvagia. Aber war das da? Wo war das überhaupt? Das war das doch gar nicht. Gehen die Dinger eigentlich mit Hammer auf? Nein. Unlogisch. Wie? Emulator. Na ne, eben. Wo war die Fee nochmal? Es gibt doch... Gibt es nicht zwei Fees hier? Zwei Fees? Ne, es gibt nur die eine oben. Okay. Doch, da. Das meine ich. Fuck, jetzt komme ich da nicht mehr hin. Warum musste ich diesen dummen Sprung machen? Ich wollte doch nur cool aussehen. Ja, die Fee, eine Fee ist hier oben, aber ich dachte, eine andere Fee ist auch noch da. Wie kommt man am schnellsten? Einfach rennen. Ich habe gerade keine Map oder Kompass aufgesammelt, gell? Nee. Nicht so weit. Ach so. Ich kann schwören, da ist... Oh, hallo. Ich kann schwören, da ist ein Durchgang. Weißt du was? Ich sterbe einfach. Es geht am schnellsten. Wobei... Am schnellsten geht es eigentlich, wenn ich es so mache. Auf in den verlorenen Wald. Ich komme wieder, Volvagia. Das heißt, wenn man viele Herzen hat, ist es eigentlich sau einfach. Mann, dumm. Warum habe ich das nicht auf meinem 100% Run gemacht? Da hatte ich hier schon sau viele Herzen, glaube ich. Hier? Nee. Warum fällt mir Sarias Song nie ein? Melody, it's Saria, oh no, she dead. Gibt's irgendwas, was ich hier einsammeln könnte gerade? Irgendwas Cooles. Und das hier, meine Lieben, sind Bockblins. Die sehen heutzutage ein bisschen anders aus. Schade. Ja, das geht. Dead. Wow. Look at me! Schade. Krass, er zurückbounced.
Na Quatsch. Den kann man nicht killen? Wusste ich gar nicht. Ah, doch, kann man. Wie, aber der ist zu groß, um... Kann man den gar nicht killen? Hab ich noch nie probiert. Dann kann man... Ah, doch, okay. Vielleicht ist das ein Moblin dann. Ich bin zu Hause, Saria. Passiert hier gar nichts? Weil der kommt nicht. Doch, Ding kommt. Schick. Schauen, wie schnell ich den schaffe. Es ist mit der schwerste Tempel Hitlers zu schaffen, wegen den ganzen Stahlfoss. Die Stahlfoss-Kämpfe sind asozial. Stahlfosse sind einfach so schwer zu besiegen, ohne getroffen zu werden, weil sie aus dem Nichts einfach dich anspringen und auch ihr Schwert, die Hitbox von dem Schwert ist noch weiter, als es aussieht. Wie machen die das eigentlich immer, dass wir das zurückziehen? Meine Nachricht wurde nicht gepostet wegen Leunen. Ich glaube, das waren Leunen und nicht Moblins. Ich glaube, ich hatte mal geguckt und das sollen Moblins sein. Voll verkackt jetzt hier. Du darfst. Das ist Kappa. Selber schuld, wenn du sowas schreiben willst. Hallo JP. Achso, ja, Leunen, glaube ich, gab's erst seit Breath of the Wild. Kommen die armen vier Geister. So, jetzt geht's los. Wir probieren's Hitless. Oh, die sind asozial. Sie sind einfach asozial. Zelda 1? Echt? Leute? Ach ja, das muss man auch mit Pille machen. Pille. Ganz vergessen, hier muss man den Dekonus schmeißen. Okay. Also, wo, wann, warum hat meine Dekonussen nichts gemacht gerade? Zu spät. Deswegen macht man das hier auch. Seht ihr das? Seht ihr das? Das hätte mich niemals treffen dürfen, das Schwert gerade. Ich war so weit weg vom Schwert. Die sind so krass. Ja.
Und dann eigentlich muss man, wobei hier ist es egal, weil sie nicht wieder auferstehen. Aber eigentlich muss man die Schläge aufteilen, dass man beide gleichzeitig killt, damit sie sich nicht wieder regenerieren. Aber im ersten Kampf ist das kein Problem. Den Oracle-Teil habe ich nie gespielt. Ich habe mal kurz angefangen, als es für die Switch rauskam. Und man hat hier eigentlich schon das Bigoron-Schwert. Also wenn man es ernst meint. Beziehungsweise das Bigoron-Messer. Oder das Boron-Messer, glaube ich, heißt es. Damit kann man dann beide besiegen. Goron-Messer hält halt einfach nur 10 Schläge aus. Das ist so krass. Wann muss ich hier lang? Schon. Hier kann man auch viele Abkürzungen machen, indem man den ich muss hier noch nicht lang. Quatsch. Indem man den Teleporter nimmt. Bist du erst in den Garten? Bist du Gen 5 fertig? Nope. Die letzte habe ich immer gemacht, ohne. Schnell! Fuck. Okay, ich passe auf. Ist eine Karte drin. Nehmen wir nicht. Dürfen wir nicht nehmen. Stimmt, das darf ich nicht vergessen, ey. Ich verstehe gar nicht, warum da so Ranken sind, wenn man einfach da lang kann. Die Master Quest ist auch schwer. Da war irgendwas mit dem Brunnen, was man nicht erwartet irgendwie. Die gibt es inzwischen mit Switch Online, ja. Tatsächlich fühle ich es aber nicht, solche Games auf der Konsole wie in der Switch zu daddeln, wenn Original-Hardware. Hat natürlich ein geileres Feeling. Aber was nicht so geil ist, ist an einem Game Boy halt, dass du Licht brauchst. Aber klar, wenn du ein Gameboy hast mit Backlight oder irgendwas, dann ist das sehr angenehm. Ich muss hier gar nicht hin. Das fällt mir gerade auf. Ich hätte auch wieder zurückgekonnt. Aber wir gehen einfach hier lang. So, jetzt haben wir nämlich einen Schlüssel mehr. Wir können jetzt oben lang. Aber ich überlege gerade, wo machen wir... Ah, ich weiß wieder, wo der Teleporter hinkommt. Vor dem Gang, den man dreht, da macht man den Teleporter, damit man all diesen Weg, den ich gerade gehe, nicht nochmal gehen muss. Ja.
So, jetzt ist es hier 17 Uhr. Immer noch kein Handwerker da, der die Dusche repariert. Afternoon. Was ist das für eine Zeitangabe? Ich habe gerade Platin in Elden Ring geholt. Ich fühle mich nun wie ein anderer. Wie ein anderer. Herzlichen Glückwunsch! Keine Ahnung, ob das schwer ist, aber hat Spaß gemacht, ist die Frage. Hast du All Remembrances? Wie heißt das? All Remembrances. So, jedes Mal mache ich das hier falsch. Jedes Mal gehe ich da hoch und denke mir dann, ach ja, richtig, ich muss ja da lang. Ja, ich mag SP auch nicht. Ich hatte noch nie einen SP tatsächlich, aber ich mag nicht das. Ich mag auch beim DS diese Klappbildschirme nicht. Ich mag lieber ein Ding in der Hand haben. Double Trouble. Nice. Alter, cool. Ja, dann ist es halt peinlich. Oh Mann, was passiert? Aber wofür? Achso, ja, ich muss das damit umdrehen. So, zuerst geht man da rein, dann gehe ich wieder raus. Dann aktiviere ich den Teleporter. Ich habe halt auch lieber einfach sowas in der Hand, als da unten und dann so da oben Bildschirm. Also ich weiß genau, was du meinst. Brauche das auch nicht. Aber ich hatte noch nie ein SP in der Hand tatsächlich. Jetzt red doch nicht dauernd mit mir. So, und jetzt kommt der sauharte Kampf. Zumindest, wenn man nicht getroffen werden will. Denn die muss man jetzt zeitlich besiegen. Oh. Diese Sprünge sind so assi. Und auch, dass der über das Loch laufen kann, aber ich kann runterfallen. So, und jetzt nicht nacheinander killen, sondern gleichzeitig. Und da kommen, da droppen die Frames. So muss man das machen. Sogar Hitless. Nice. Aber es ist manchmal so random, wie die eintreffen. Die springen, man ist weit genug weg und das Schwert zieht einen förmlich an. Badabam, badam. So, aber jetzt kann ich nämlich... Ah ne, jetzt sollte ich erst rausgehen. Ich sollte mich noch nicht teleportieren. Ich sollte zuerst den einen Geist hier machen. Das macht man am besten, indem man sich hier hinstellt. Ne, hier hinstellt. Und mal, wie war das? Wo muss ich mich hinstellen? Hier hinstellen. Thank you.
Ups, mein Schwert war nicht draußen. Oh. Man kann die auch mit Pfeil und Bogen machen, das dauert nur ewig. Das geht gerade nicht sehr schneller. Easy. Ah, ich weiß gerade nicht, soll ich die Truhe aufmachen? Ich glaube, da sind nur Pfeile drin. Ah, ne. Okay, der andere gibt einem nur Pfeile. Und dann gehe ich eben ich jetzt schon da durch? Nee, ne? Nee. Jetzt teleportiere ich mich, weil ich brauche zwei Schlüssel, um weiterzukommen. Jetzt gehe ich wieder dahin. Aber ich setze lieber nochmal. Ich glaube, ich muss nochmal hier einen Punkt setzen. Also, bitte. Die Truhe darf ich nicht nehmen. Irgendwo jetzt hier ist. Ich finde es so komisch, dass man als Erwachsener keinen Stock tragen kann. Aber hier ist eine wichtige Truhe. Auf grün zu sein. Hä, warum bist du grün? Wow, eigentlich. Hallo. Okay. Ach, bitte nicht. Oh, wow. Was geschieht? Das ist mir noch nie passiert. Passiert es nochmal? Oh, so wollte ich das machen. Genau. Aber wir müssen nicht weiter, denn das ist jetzt einfach nur der Rückweg und den kann man sich sparen, indem man jetzt einfach so macht. Jetzt machen wir das Ganze wieder gerade. Werden hoffentlich nicht getroffen. Moment mal, hä? Warum ist das jetzt wieder so? Ich habe es doch extra gerade gemacht. Das heißt, dadurch, dass ich mich zurück teleportiert habe, ist es wieder ungerade geworden? Das kann gut sein. Das nehme ich aus, das habe ich auch mal probiert, den Teleporter da zu setzen, in dem Raum hier, den man dreht. Und wenn man sich dann zurück teleportiert, ist der Raum wieder anders gedreht. Also, ich weiß nicht genau, was das resettet, aber man kann auf jeden Fall nicht schief in einen Raum rein teleportieren. Ich glaube, der Teleporter merkt sich den Raum, wie er ist, wenn man den setzt. Können wir hier durch. Na, hier muss man sich hinstellen. Oh, ich habe keine Nussels mehr. Ich brauche Nussels. Wo kriege ich denn jetzt Nüssel her? Wahrscheinlich die Piranha besiegen. Fuck.
Okay. Fuck. Pflanzen mit Hookshot besiegen. Ja. Oder zumindest halt nicht besiegen, wenn sie gerade aufrecht steht. Weil ich glaube, die auf dem Hof, die gibt einem immer Nüsse, glaube ich. Mann. So, das nicht aufmachen, da ist der Kompass drin. Falsche Tür natürlich. Wir müssen das Spiel ohne Maps und ohne Kompass durchspielen. Kommt man rüber ohne Leiter? Nice. Das kann ein bisschen gemein sein, das Spiel. Ich mag den Raum nicht, einfach weil er so unnötig langwierig ist. Ja. Da gibt es keine Ego-Perspektive, wenn man da drunter steht. Geht es? Eben. Warum ist das Ding nicht runtergefallen? Ich stand drunter. Aber hier war... Ja, ein Pfeiler drin. Achso, Schalter. Ach Gott. Hallo? So, dann Rätselchen. Ich habe mal probiert, was passiert, wenn man drunter steht. Dann geht's nicht. Wenn man drunter steht, kann man das Gemälde nicht abschießen. Also es passiert nichts. Wenn man dann zerquetscht werden würde. Die Geister passen auf einen auf ein bisschen. Ja. Sind da Nüsse drin? Nice. Das war's. Das war's, ne? Schaue ich noch, ob ich mich noch dran erinnere, was das Muster unten ist. Oh, Gott.
tut einem fast leid, ne? Oder sie? Es? Geisterchen? Ich hab's genau gesehen. Was passiert eigentlich, wenn man das hier macht? Ja. Nichts Gutes passiert dann. Und bei Phantom Gendorf hatte auch noch ein Achievement. Und ich hole mir jetzt noch Dekonüsse, aber ich brauche gar keine. Ich hole mir trotzdem welche. Ob die unendlich oft rauskommen? Ich glaube, die können da nur einmal rauskommen, weil einfach 15 Stück rauskommen. Kann jetzt nicht am Wasser annähern, Stock. Okay, warte dann nochmal. Okay. Jetzt mach ich nochmal. Also die gibt einem immer, nicht immer. Nüsse. Das ist tatsächlich ein super einfacher Farmspot für die. Warum habe ich den nie benutzt? Ich glaube, weil man ab jetzt gar keine Nüsse mehr unbedingt braucht. Wobei, doch, eigentlich schon. So, warte mal, jetzt habe ich mich nicht gut hingestellt. Ich glaube, jetzt stehe ich richtig. Und der Weg war, das hier einmal nach da. Oder zweimal. Oder was? Nee, zweimal. Okay, es war komplett falsch. Jetzt habe ich alles falsch gehabt. Okay. Jedes Mal. Ich merke mir nicht, wo ich stehen muss und in welche Richtung. Ich muss einfach nur zu einem Schalter. Aber ich glaube, das war der falsche Schalter. Braucht es da nicht, da ist nichts drin. Ich weiß, dass hier nichts ist, das ist nur ein Skaldschiller-Raum. Komplett verkackt den Raum. Der dreht sich, was? Der geht wieder hoch, der Schalter? Ach ja, ich muss es so machen, dass... Ach, was? Warum sollte der Schalter wieder hochgehen, wenn der ganze Raum drüber geschoben wird?
so, aber ja, genau so. So. Ich war einfach auf der falschen Seite gestanden. Okay. Die Trophäe besagt. Ich glaube, das ist sehr einfach. Dodgeball. Defeat Phantom Ganon without using any healing with 3 hearts only. Okay, ich darf einfach nicht sterben. Oder halt, ich darf ihn nicht heilen. Ja, die andere habe ich, glaube ich, gemacht und die war, glaube ich, mit einem Glas. Aber das mache ich eh, weil es einfacher ist. Die Flasche hat mehr Frames, die Flasche hat mehr Frames, mit denen quasi der Ball getroffen werden kann. Es sieht komisch aus. Man denkt, es ist einfach nur aus Spaß, aber tatsächlich bringt die Flasche mehr. Sie ist einfacher. Hab ich überhaupt? Voll im Bogen. Ah, fuck. Das war so schlecht geschossen. Ich kann viel früher schießen. Ja, warum habe ich so spät geschossen? Ich glaube, ich darf getroffen werden, oder? Warten, bis er weit weg ist. Geh weg. Geh weg. Alter, geh weg. Move! Okay. Ach Gott, bin ich schlecht, ey. Wow. Ja, das geht sogar. Ja, dann ist er weniger gestunt. Geh doch einfach weg. Geil, jetzt hat's geklingelt. Ich bin gleich wieder da. Meine Brille damals. Yeah.
Meinst du die kaputte oder meinst du meine Brille, die ich vor der hier hatte? Dicke Brille. So, ich weiß gerade nicht, ob ich gerade irgendwie getroffen werde. Tatsächlich. Okay. Die davor, ihr dicke, dicke Brille. Schade. Schnell, ey. Ich muss weiter weg. Gib mir den Trophy. Das war übrigens gerade nicht der Elektriker, sondern die Vermieterin, die einfach nur geguckt hat, dass es nicht geht. Und er kommt morgen. Noch einen Tag länger ohne Dusche. Bidum. So, das war, glaube ich, alles im Waldtempel. Wie heißt der eigentlich auf Deutsch? Waldtempel? Waldtempel? Feuertempel? Pflanzentempel? Grastempel? Waldtempel? Forest. Hot, hot, hot. Day of the Tentacles. Lifestyle in Stones. Kiss the Frog. Plenty of Hearts. Family Reunion. Accomplished Angler. Tentacles of the Deep. Invisible Stalker. Double Trouble. Dark Lord, Blind Explorer. Ja, okay. Und da ist dein Tempel schon vorbei. Und jetzt Water. Ich weiß nicht, können wir Water machen, ohne Feuer gemacht zu haben? Weil solange ich alle Items aus dem Tempel habe, bestimmt, ne? I'm Saria. Wir kennen uns. Magst du eigentlich angeln für einen Punkt? Was? Musst du eigentlich angeln für einen Punkt? Ja, ich musste ganz viel angeln. Ich musste dem Typen den Hut wegangeln. Also dem Angler-Verkäufer-Ding. Den Hut wegangeln. Was musste ich noch machen? Ich glaube, der Rest ist einfach nur das Herzteil und die Schuppe, ne? Und ja, ich habe immer noch die Trophäe, die ich glaube, das wird die schwerste. Den Hylien, was auch immer, zu finden. Ich weiß nicht, wie ich diesen seltenen Fisch kriegen soll. Was hast du denn für einen Tipp? Gib mir doch einen Tipp. Wir können das direkt machen. Der süße kleine Dekobaum. Wenn ich in Rage tue, lass uns lieber den Tempel vorziehen.
Quasi. Moment, dann brauchen wir aber zuerst Epona. Ich meine, nicht gezwungenermaßen brauchen wir Epona. Aber wir müssen sowieso den Eistempel, denn wir müssen erstmal die Eisding machen. Das heißt, jetzt müssen wir Kiste Frog schaffen. Das heißt, wir kriegen einen Kuss von König Zora, wenn wir ihn befreien und er uns nicht die Wassertunik geben muss. Dann gibt er uns einen Kuss. Das heißt, wir müssen die Wasserrüstung kaufen, bevor wir den König aufschmelzen. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich mir ein zweites Glas geholt habe, weil es wäre ziemlich anstrengend, nur mit einem Glas das alles zu machen. Ich habe damals von einer Freundin gesagt bekommen, dass ich mich an eine ganz bestimmte Stelle stellen muss und dann mit diesem Angelzielen, den Fisch anlocken. Keine Ahnung, ob das Schwachsinn ist. Es hat 4 Monate gedauert. Ja, es gibt Tutorials. Du sollst anscheinend... Also es gibt verschiedene Punkte, wo der Fisch spawnen kann. Und... oh Gott, wie war das? Du musst 5-mal hintereinander zu einer gewissen Uhrzeit, also irgendwie nachmittags, musst du 5-mal hintereinander in den Angelplatz rein und raus gehen und dann hast du anscheinend eine 100%ige Chance, dass der Fisch da ist. Das heißt, du gehst rein, raus und umso öfter du rausgehst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fisch kommt und irgendwann ist er auf jeden Fall da. Und dann musst du dich an eine gewisse Stelle stellen, um ihn überhaupt mit der Angel zu erreichen. Und dann ist er immer noch sackenschwer trotzdem zu einzuholen. Und du brauchst anscheinend dieses Sinker-Ding, was du, glaube ich, sogar verlierst, sobald du wieder den Angelplatz verlässt. Also musst du erst diesen Sinker finden, der random auf dem Platz irgendwo rumliegt. Und dann mit dem Sinker kannst du ihn nur fangen, weil der halt unten am Boden immer chillt, der Fisch. Aber er kann an 3 verschiedenen Stellen oder so sein. Und er ist auch noch schwer zu sehen, weil er so braun ist. 100%, nicht 100%, weil ich habe das probiert und ich habe den bei mir nie gefunden. Ich habe nicht viel probiert, ich habe nur ein bisschen rumgeguckt und so. Hier gibt es auch einen schönen Trick mit dem Teleporter. Dass man nicht den ganzen Tempel, den ganzen, wer ist das Ding? Ice Cavern. Dass man das ganze Ding nicht nochmal machen muss. Dafür setzt man den hier. Er ist sehr mies, wenn man hier Hitless durch möchte, wegen den Eiszapfen. Man darf eigentlich nie stehen bleiben. Aber man sollte zu dem Zeitpunkt auch Dins Feuer haben. Mann, warum habe ich das nicht? Ich glaube, ich muss wieder raus. Ohne Dins Feuer ist es zu nervig. Wo kriegt man das nochmal? Man kriegt es doch im Schloss, ne? Ich muss immer wieder ins Schloss zurück. Oh Mann, aber ich... Eigentlich sollte ich ja jetzt schon das Lied fürs Schloss haben. Fuck. Wobei, wenn ich mich einfach umbringe... Ich hätte mich umbringen sollen. Nee, dann bin ich wieder in der Eiskavern. Wo kann ich mich hier umbringen? Habe ich Bomben? Oder spawne ich dann im... Nee, wenn ich mich hier umbringe... Oh, komm. Wenn ich dich hier umbringe, bin ich im Schloss.
Ich dachte immer, außer in Tempeln spawne ich im Schloss. Das hier zählt als eigener Ort? Wo kann ich mich hier umbringen? Dinge, die ich meinen Arbeitgeber auch immer frage, mehrmals die Woche. Mann, ey. Oder ist das jetzt nur so gewesen, weil ich gestorben bin? Ich glaube, das ist so gewesen, weil ich gestorben bin. Warte mal. Falsch. Eben. Moment. Gibst du mir Lied? Ja, okay. Das kriegt man erst, wenn man den Waldtempel gemacht hat. Und hier habe ich einen schönen grafischen, keine Ahnung, Fehler, den ich euch zeigen kann. Es gibt einen Punkt, wenn man über den geht, erst dann wird der komplette Raum geladen. Da. Davor ist der Raum tatsächlich kleiner. Und dann auf einmal bekommt er erst die volle Tiefe. Hier. Interesting. Also ich kann zwei Feen bei mir haben, aber das reicht nicht, um Volvagia zu besiegen. Aber zumindest habe ich jetzt Dens Feuer gleich und Pfeil und Bogen. Also wir könnten es nochmal probieren. Ob das reicht. Moment, das ist nicht Dens Feuer. Wo ist Dens Feuer nochmal? Ich wusste doch, dass das... Ach, Dens Feuer ist als Kind. Ach Gott, ich erinnere mich. Ah, oh, ich bin so blöd. Eigentlich kann man sich Dens Feuer holen, sobald man Bomben hat. Warum habe ich das vorhin nicht gemacht, ey? Bi. Kann ich irgendwas machen, während ich jetzt ein Kind bin? Soll ich kurz in den Brunnen gehen? Kann ich überhaupt schon in den Brunnen gehen? Ich glaube. Ja, klar kann ich das. Ich habe das Lied geholt. Das ist so krass OP, dieses Dienstfeuer. Ist eigentlich eine Frechheit, dass man das so früh holen kann. Yay. Und ich bekomme dann auch gleichzeitig die Nocturne der... Das lacht... Nocturne irgendwas. Um zum Tempel zu kommen. Zum Friedhof. Alter. Ich muss hier kurz warten, bis es hell wird. Gehen wir kurz nach Kakariko. Gehen in den Brunnen. Der Brunnen ist so eine Sache, der die Hölle ist, wenn man nicht weiß, wo man lang muss. Und wenn man denkt, der Brunnen ist irgendwie ein Labyrinth, was er sein kann. Wenn man aber weiß, was man machen muss, ist der Brunnen in 5 Minuten gemacht. Wenn nicht schneller. No-Hit-mäßig. Also in No-Hits-Run dauert er um einiges länger. Also, er dauert nicht um einiges länger, der dauert dann irgendwie 10 Minuten. Weil man dieses eklige Boss-Viech... Naja. Man kann das nicht schaffen, ohne von dem gepackt zu werden, also ohne von dem getroffen zu werden. Aber es gibt eine Möglichkeit, den zu machen.
Und diese Methode dauert sehr, sehr lang, weil man quasi Schritt für Schritt ewig lang, naja, das so, sich quasi an den Gegner annähern muss, um ihm dann ein bisschen weh zu tun, damit er einem nicht packt. Und das dauert ewig. Also machen wir das nicht, wir besiegen ihn einfach knackbumm schnell. Wenn wir schon hier sind. Ah ja, der Brunnen, auch in der Master Quest ist der Brunnen gemein. Aber der Brunnen kann einen fertig machen, wenn man das hier noch nie gespielt hat. Eigentlich kann der einen immer fertig machen, wenn man halt nicht weiß, wo man lang muss. Dabei ist es so unfassbar einfach. Der Brunnen ist eigentlich ein Witz. Das eigentlich? Ah ja. Ich komme nicht vorbei. Okay, cool. Der Brunnen MM. Ja, der Brunnen MM ist, glaube ich, das Einzige, was in MM mir nicht gefällt. Der ganze Canyon ist so cool gemacht. Der Tempel ist auch der coolste Tempel ever. Aber dass man davor so, ist so krass herauszögert und dann zuerst diesen Brunnen machen muss. Oh, der ist ein richtiges Labyrinth. Man spielt einmal da ein Lied, dann geht man zurück an den Anfang und da ist der Boss und da ist die Linse drin. Fertig. Und all das andere Zeug in diesem Brunnen ist komplett irrelevant. Aber No-Hit-mäßig würde das Ganze so aussehen, da guckt man auf den Boden und stellt sich an eine gewisse Stelle und dann hat man hoffentlich genug Magie. Und dann trifft man die so, ja, das war zum Beispiel schlecht gemacht. Und wenn man es richtig macht, dann kann die Hand einen nicht greifen und dann schafft man das quasi ohne getroffen zu werden, weil das hier zählt als Hit. Aber ist das jetzt egal. Creepy Gegner. Ich sollte einen Stock nehmen. Habe ich Stöcke? Oh ja. Manchmal geht es. Boah, manchmal check ich auch nicht, warum man den nicht immer trifft. Okay, dann machen wir es ohne Sprung. Einfach wieder raus. Das ist der ganze Brunnen. Okay, wir haben dünnes Feuer. Heilen wir uns eigentlich, wenn wir 7 Jahre im Schlaf sind? Oder wachen wir einfach mit den gleichen Schmerzen auf, die wir als kleines Kind hatten? Heppala. Wir wachen mit den gleichen Schmerzen auf. Ach, jetzt habe ich mir die... Ah ne, die Musik kriege ich als Erwachsener. Ja, die Musik vom Friedhof kriege ich als Erwachsener.
Wo gehen wir hin? Eis, Kevin, genau. Doppelte Magie ist oben bei den Goronen, gell? Soll ich jetzt da nochmal hingehen? Oder ist doppelte Magie im... Die doppelte Magie ist oben bei den Goronen. So hören wir das Piepen nicht. Gib mir Herzen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da ist nie was Gutes drin. Ah doch. Das war ein Erbarmen, damit das Piepen aufhört. Ah. Einen Namen, König Zora. Wenn sie heißt Ruto, vielleicht heißt er Rutena. Ruteno? Naruto? Der überlebt. Auch der Mini-Tempel hier geht schneller, als man denkt, wenn man weiß, wo man hin muss. Viele Sackgassen, die einem nur Karte und Kompass geben. Fuck. Yeah.
etwas. Ich brauche zwei. Ich muss einmal den Shop dann wieder auftauen und den König auftauen. Kann ich überhaupt eine Rüstung kaufen? Kostet doch bestimmt 200. Gut, dass ich die Skullchillers gemacht habe. Das ist jetzt falsch gemacht, ja, sowas von. Immer ist die Flamme ist da, ja. Ich glaube, ich konnte von da zum Feuer rüberspringen. Warum schwirren da eigentlich... Wie, ich habe nie mich gefragt, wie ich zu diesen Dingern hier komme. Ich schätze mal, entweder... Oh, das klingt so, also es sieht so aus, als ob das dann irgendeine... Eine Scarecrow ist. Aber wo soll die Scarecrow denn stehen, dass mir das was bringt? Okay, leider muss ich anscheinend hierhin wieder zurück, weil ich ja jetzt eins noch einsetzen muss. Verdammt. Cool. Ich hätte zuerst nach links gemusst. Moment, hätte ich jetzt geradeaus? Ja, ja, shit. Hey, Mann. Sehr genau gerade. Ah ne, so habe ich es immer gemacht. Nein! Dieses Grab und Hochspringen ist so dumm, dass man da warten muss, dass es grabbt anstatt... Oder nicht grabbt, sondern man hochspringt. Mal davon, ne? Die Frage, sind die jetzt weg? Weil dann habe ich gar nicht mal so viel Zeit verloren, wenn die jetzt weg sind. Aber ich muss da eh nochmal hin, um mir noch ein Feuer zu holen. Soll ich rechts hoch, weil es einfacher ist, da ein Feuer zu holen? Muss ich nichts rumschieben?
Ja, ich gehe rechts hoch. Kann ich nicht sogar dann Feuer kaufen beim Zora? Ne, das wäre doch super unlogisch, wenn der Zora, der eingesperrt ist in Eis, Feuer verkaufen würde. Oh, hier ist alles wieder da. Okay, vielleicht war das doch nicht so gut. So, ein Bull. Geil, ich habe keine Magie mehr. Ich glaube, hier gibt's gar keine Magie. So, gleich drücke ich aus Versehen eine C-Taste und mein Feuer ist wieder weg. Okay, es wäre schneller gewesen, hier hinzugehen, weil ich hätte von hier hinspringen können. Okay, bitte Klapper, seid weg. Ja. Easy. Und wir müssen sie nicht mal anziehen, denn... Wobei, kriegen wir jetzt das Lied? Ja. Wir müssen sie nicht mal anziehen, denn wir haben unseren Teleporter dabei. Und dann kann ich aber hier hin und bin wieder draußen. Teleporter ist so wichtig. Dieser komische blaue, was auch immer, dieser Schutzzauber, der ist Quatsch. Bim, bim, bim. So, ich speichere mal. Ich glaube... Ich habe sogar 200. Ich glaube, die Rüstung kostet 200. Ich glaube, ich muss nichts nachlesen. Ich glaube, ich muss wirklich einfach nur die Rüstung haben und ihn dann auftauen. Drei Hunden? Nein. Nein. Wo kriege ich die her? Nein, 300. Wo kriege ich die größere? Die ist nicht Ding, oder? Ist die auch? Oh nein. Ich hätte das bei meinem 100% Durchgang alles machen sollen. Wallets. Dreißig Skulltrillers und ich krieg die 500er. Oh, ist das eine Verarsche, Mann? Dich wecke ich nie auf. Dann machen wir heute keinen Wassertempel.
300 für ein Stück Stoff. Kacke, Mann. Hallo, Zack. Denkt man in solch einer Situation an Elder Scrolls, wo man den Händler erschlagen könnte? Stimmt. Was ist denn das 300? Was mache ich irgendwie mit 300? Dafür muss ich 30 Skullshooters finden. Was für ein Bullshit. Jetzt kann ich nicht in den Wassertempel. Aber gut. Dann war es das für heute. Irgendwann grind ich Skullshooters. Dann kann ich das machen. Vielleicht hole ich mir dann noch eine andere... Was ist... Wie kriege ich noch die anderen... Also eine Glasflasche kriege ich von dem Geistertypen. Und die andere Glasflasche? Wo kriege ich die dritte Glasflasche her? Echt keine Ahnung gerade, wo ich die dritte Glasflasche herkriege. Weil drei Feen für Volvagia wäre vielleicht cooler. Ach, von den Superhühnern. Ah, oh, das schaffe ich ja sofort, okay. Das kann ich schnell machen noch. Hühnerspiel mit Baby Link. Dann kriege ich von Lanon, wie ist er? Marlon und Lanon. Nee. Lonlon. Mr. Lonlon gibt mir dann die dritte Glasflasche. Alles hat was mit Hühnern zu tun. Also zwei Flaschen haben was mit Hühnern zu tun. Ich lieb's, wie ich das Spiel immer ohne Schild spiele. Aber man braucht einfach kein Schild. Außer kurz am Anfang. Im Dekobaum. Und sonst braucht man nie wieder ein Schild. Ich vergesse auch immer, als Kind hole ich mir Eponas Song und dann als Erwachsener spiele ich es, damit ich das Rennen gewinne. Das heißt, ich könnte mir noch schnell Eponas Song holen. Ich glaube, das geht nur nachts. Tagsüber ist Huhnspiel. Oder auch Tag... Nee, ich muss einfach, glaube ich, nur zu ihr hingehen. Aber zuerst das Spiel. Super Kuckus. Hingucken, hingucken, hingucken. Ja, ja, ich glaube, das war der nach links geschmissene. Ich glaube, der eine war gerade. Hä? Ist das schon so weit weg? Oh nein. Ernsthaft? Was ist? Nein. Fuck. Nochmal, please. Jetzt sehe ich besser, wo sie hinfallen. Geil. Das sind zu einfach. Hä? Das war sie. Das war die. Ich habe doch genau gesehen, dass der runtergefallen ist. Okay. 19 Sekunden waren, glaube ich, noch auf der Uhr. Tada! Alright. Easy.
easy. Oder fragst du, ob du in Raten zahlen kannst? Das finde ich, sollten sie mal einführen. Finanzierung. Im Zora-Reich. Look at me. Oh, it's the fairy boy again. Du sollst gucken, was ich hier... Ich werde es nie verstehen. War es in der Nacht? Guck, ich hab Ocarina, Mann. Es war in der Nacht. Es war in der Nacht. Ich kann mir das nie merken. Heute ist der Tag besonders lang. Oder? Die steht doch da jetzt. Nein? Also war es doch, als ich erwachsen war? Hä? Die steht da doch. Dann hole ich die Ocarina raus und sagst, oh, was hast du denn da? Ich kann dir was beibringen. Dö, fertig. Und dann als Erwachsener gehe ich zurück und sage, dö, Epona kommt, gewinnt und... Er ist Kind. Eben! Warum chillt die da nicht? Link hat was mit den Zora-Prinzessinnen. Klar. Lifa for life. Wusstet ihr, dass umso mehr man besiegt, desto größer wird der Boss, der auftaucht? Man kann genau genommen das Spiel... Also wenn man ein Cheat einstellt, dass die Nacht unendlich lang ist... Was mache ich? Wenn man einen Cheat einstellt, dass die Nacht unendlich lang ist, dann und immer ohne Ende Skelette besiegt, dann wird der Boss, der jedes Mal erscheint, immer größer. Und zwar so lange, bis das Spiel abstürzt, weil er zu groß ist. Der ist dann, keine Ahnung, 100 Mal größer als die komplette Map hier. Es dauert sehr lang. Aber ja, dieser riesige Skelett, was auftaucht, wird immer größer. Was für ein Boss? Okay. Was für ein Boss. Ich hab den nie besiegt. Man muss 10 besiegen. Jetzt ist schon die Nacht gleich vorbei. Schneller. Da, schau, siehst du den? Hast du gesehen, wie groß der war? Jeder Zehnte ist größer. Und das geht unendlich lang. Der wird jedes Mal größer. Ich habe früher als OOT-Noob so immer Rubine gefarmt. Da gibt's schnellere Wege. So, warum gibt ihr mir nicht ihr Lied? Ich muss, glaube ich, erst jeden Dialog mit ihr haben und dann... Muss sie mehrmals anreden. Du hast es gesagt. Ich hab's nicht gesehen. Was kam denn da aus meiner Ocarina raus? Habt ihr schon mal die Simpsons gespielt auf der Ocarina? Was? Nein. Ich will kein Lied spielen. Egal. Ich konnte mal die Simpsons spielen. Nein, ich hab B gedrückt. B ist in Zelda. Ah, alles okay. Ist eh mein Lieblingsort hier. Okay, wir haben jetzt diese drei Dinger da. Das heißt, da können wir Feen reintun und dann so versuchen, Volvage zu besiegen. Am besten wären natürlich 4, aber ich werde sicher nicht alle Zwielichte fangen. Vergiss es.
Bam, 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 bam. Die Nightmares fand ich klasse. Nightmares? Du meinst die kleinen Geister? Nachtschwärmer. Ich glaube, Nachtschwärmer heißen sie. Die großen. Denke ich, haben die irgendeinen süßen Namen. Da heißen die, glaube ich, Bulli Bulli oder so. Bummi Bummi. Vergessen. Die sehe ich Nightmares? Nee, Nachtschwärmer. Es gibt die normalen Geister und die Nachtschwärmer. Und die Nachtschwärmer, davon gibt es 10 und wenn du alle 10 hast, kriegst du eine Flasche. Big Poe, genau. Es gibt die Poes, das sind die kleinen und die Big Poes. Und auf Deutsch heißt es Nachtschwärmer. Poes, Nachtschwärmer. Ja. Die kleinen, weiß ich nicht, wie die kleinen heißen. Irrlichter, die kleinen sind Irrlichter. Große Irrlichter, genau. Irrlichter sind Nachtschwärmer, also große. Okay, das war's für heute. Ich muss mir einfallen lassen, was wir jetzt die nächste Zeit streamen, weil Gen 5 kann ich nichts mehr streamen. Und keine Ahnung, vielleicht machen wir einfach Deoxys Shiny Hunt, bis es endlich zweimal noch scheint. Bis dahin. Vielen Dank fürs Dasein und bis morgen. Tschüss, tschüss, tschüss.